Guten Morgen aus Hamburg. Herzlich willkommen zu unserer heutigen IT-Web-Konferenz rund um das Thema IT-Security. Mein Name ist Marius Kuhlmann und ich darf hier heute Vormittag so ein bisschen durch unsere virtuelle Session führen, wo wir auch mal wieder ein sehr starkes, wie ich finde, Line-up dabei haben. Gleich zu Beginn der Hinweis: Wir loben natürlich, dass wir hier nicht wie Wetten, dass zu besten Zeiten irgendwie maßlos eine halbe oder dreiviertel Stunde überziehen werden, sondern alle Speaker sind auch angewiesen, in ihrem zeitlichen oder vorhergesehenen Rahmen zu bleiben. Ohne dass ich jetzt aber weiter irgendwie auf sowas eingehen will, lieber direkt mal zu unserem Inhalt heute. Es besteht zwar keine alphabetische Absicht, aber heute macht Acronis den Anfang. Markus Bauer wird uns erklären, wie auch das schon im Titel seines Vortrages ist, wie Superman vor Ransomware und IT-Attacken schützen würde. Wer hier tatsächlich allerdings in die Rolle des IT-Clark Kents schlüpft, wird uns Markus als Technology Evangelist bei Acronis sicher selbst erklären, sobald er sich gleich dazu schaltet. An zweiter Stelle richtet dann Michael Veit von Sophos den Blick nach vorn. Er stellt zur Debatte, wie IT-Security zukunftssicher ist und bleibt. Und die Frage ist, reicht ein Extended Detection and Response System heute und morgen noch aus? Oder ist der Schritt zu einem Managed Security Operations Center schon sinnvoll? Oder hat man den Schritt vielleicht schon verpasst? Ebenfalls als Technology Evangelist ist er tätig und wir freuen uns auf seinen Input. Als Dritter im Bunde und aus seiner Funktion als Account Manager heraus liefert uns dann Frank Schumann von Varonis heute vielleicht die eine Begründung, warum Cloud- und On-Premise-Anwendungen datenzentriert gesichert werden müssen. Und last but not least geht André von Ameln von SecureWorks der Frage nach, inwiefern die Zeit von Security Information and Event Management, also SIEM, als Threat Hunting Tool abgelaufen ist. In seiner Rolle als Senior Cyber Security Specialist können wir uns sicher da auch auf kompetente Einschätzungen freuen. So, dann möchte ich mal an dieser Stelle den Markus Bauer zu mir bitten. Markus, schalte ich doch schon mal dazu, dass wir dich sehen. Hast du schon? Habe ich. Guten Fantastisch. Morgen. Guten Morgen. Du, schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nehmen magst. In deinem Vortragsteaser stellst du ja eine Lösung in Aussicht, wie Cyberattacken kein Kopfzerbrechen mehr bereiten. Habt ihr bei Acronis im Lab sozusagen das neue IT-Wunder-Aspirin gezüchtet oder was hat es damit auf? Ibuprofen, da wird man auch noch ein anderes nennen. Nein, im Prinzip geht es darum, wir haben uns ja das Ganze mal angeguckt und mit unserer langjährigen Expertise aus dem Backup-Bereich überlegt, wie können wir mehr machen, wie können wir die Daten schützen, weil Backup allein hilft heute nicht mehr und sind so jetzt mittlerweile schon fast 6 Jahre auch in diesem Security-Bereich tätig und haben einfach diese Aspekte zusammengebracht und durch diese Integration geben, da ergeben sich ganz neue und vielleicht auch andere Ansätze, weil, und vielleicht deswegen auch der Titel, auch die anderen schlafen nicht und man muss heute schon fast Superman sein, um hier noch wirklich sich elegant und sinnvoll schützen zu können. Klar, ich glaube, ich kann selber an dieser Stelle gar nicht sinnvollerweise noch was Großes hinzufügen, sondern möchte dir lieber direkt die Bühne geben. Du wirst ja im Zweifel auch gleich noch ein paar Worte zu deiner Person sagen, deswegen will ich da nicht vorweggreifen. Viel Spaß an alle, die da sind und auch später, die sich die Aufzeichnung zu Gemüte führen beim Vortrag von Markus und Acronis. Liebe Regie, übertragt einmal die Moderationsrechte, damit der Markus starten kann. Mal gucken, dass ich den richtigen. So, seht ihr meinen Screen hoffentlich mit dem Acronis Background? Das tun wir. Wunderbar, dann funktioniert das Ganze. Ja, hier nochmal der Titel, will ich gar nicht noch groß eingehen. Eine halbe Stunde ist knapp bemessen. Ganz kurz zu mir, vielen Dank schon mal für die erwarmen Worte. Mein Name ist, wie gesagt, Markus Bauer. Ich bin Senior Technology Evangelist bei der Acronis jetzt knapp 6 Jahre. Komme ja aus dieser ganzen Data Protection Ecke, war Distribution, also immer im Channel eigentlich, auch beim Reseller. Und freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, mal ganz kurz unsere Lösung vorzustellen, auch die Firma. Meine Idee ist wirklich, die Acronis in einer Folie nochmal vorzustellen, was machen wir eigentlich, weil durch diese ganze Cyber Protection Änderung, nenne ich es mal, sich doch einiges getan hat und uns viele noch in die falsche Schublade stecken, ohne das jetzt böse zu meinen. Dann ein bisschen über diese Bedrohungen und wie wir das Ganze sehen und hoffentlich helfen können. Und zum guter Letzt eine kurze Live-Demo. Ja, was ist die Acronis? Wer ist die Acronis?
Diagronis wird gerne als Backup-Firma gesehen. Das ist grundsätzlich nicht mehr richtig. Ja, wir sind so gegründet worden 2003 in Singapur als Backup-Firma. Viele kennen das Produkt True Image, war bis vor kurzem das Produkt für den User, für zu Hause. Wir haben 2008 uns erweitert in Schweiz, Schaffhausen, zwei Headquarter aufgemacht für den europäischen Markt. Aber wir haben auch gesehen und gesagt, Backup, wie man es kennt, Backup alleine hilft heute nicht mehr. Wir haben ganz andere Bedrohungen auf unsere Daten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mehr machen und wir müssen Cyber Protection machen. Und dieses Wort Cyber Protection ist tatsächlich ein Zusammenschluss aus Data Protection, also ganz klassisch Backup und Recovery, plus Cyber Security. Und daraus ist ein Produkt entstanden, was sich Acronis Cyber Protect nennt. Also der Zusammenschluss aus verschiedenen Technologien. Und deswegen sind wir auch keine Backup-Firma mehr, sondern wir sind die Cyber Protection Company. Und wie sieht dieser Zusammenschluss aus? Wir haben unser zuverlässiges Backup genommen, wo wir wirklich seit Jahren unterwegs sind, mit allen seinen Vorteilen, Full Images. Wir sind, ich hätte fast gesagt, die Könige der Images. Daher vielleicht ja auch der Name gekommen, True Image Backup, weil wir genau wissen, wie wir ein Image von einer Maschine ziehen können, aber auch File-Level-Backups bis rein ins Disaster Recovery und auch hier schon ein neuer Ansatz, den man so vielleicht auch nicht kennt von Backup-Lösungen. Wir haben forensische Themen mit reingebracht. Wir können ein forensisches Backup einer Maschine erzeugen. Was heißt das? Da geht es darum, ja, Daten zu haben, die ich analysieren kann. Dieses Ganze, wenn man sich Cyber Security und auch Cyber Protection anschaut, dann ist das ja nicht so ein ja, One-Shot. Also ich installiere eine Lösung und alles ist gut und ich bin für immer und ewig sicher. So ist es ja nicht. Das ist eigentlich ein Prozess. Und es ist eigentlich ein ständiger Prozess, in dem ich immer auch ja, an der einen oder anderen Stellschraube drehen muss, damit ich geschützt bin, weil sich die Bedrohungslage eben ändert. Und da ist die Forensik so ein Mechanismus, um zu sehen, okay, was ist denn passiert? Wie konnte es denn passieren? Wie können wir uns besser dagegen wappnen? Aber nicht nur jetzt in Richtung Malware, sondern vielleicht auch in Richtung Hacking. Also jemand hat sich bei mir ins Netzwerk eingehackt. Was hat denn derjenige getan? An welchen Daten war der dran? Oder tatsächlich auch wirklich der, ja, ich sag mal ganz lapidar böse Mitarbeiter, der hier Schindluder getrieben hat, Daten mit der Konkurrenz geteilt hat und. All diese Themen, die ich normal jetzt nicht so einfach rausfinde. Das erinnert mich immer so ein bisschen an eine Konferenz, auf der ich letztes Jahr war. Ich glaube, es war die einzigste in dem Jahr, die irgendwie stattgefunden hat. Das war tatsächlich eine Präsenzgeschichte. Und ich hatte einen Vortrag zugehört zum Thema IT-Security und da hat der nette Herr gesagt, für uns ist das Schlimmste, wir werden gern gerufen, wenn es denn brennt. Und dann werden wir gerufen und für uns ist das Schlimmste wirklich zu analysieren, was ist denn eigentlich passiert, weil jeder intuitiv erstmal den Rechner ausschaltet. Wenn er feststellt, oh, wir haben hier eine Malware, wir haben hier eine Ransomware auf diesem Rechner, dann schaltet jeder natürlich diese Kiste aus. Ist ja grundsätzlich auch richtig, weil dann kein Strom, kann das Ganze sich auch nicht weiter verbreiten. Nachteil ist dann natürlich, ich verliere auch die Information. Was war es denn für eine Ransomware? Was hat denn die schon alles angerichtet? Und da sagt er, für ihn wäre es das Beste, wenn jeder sagt, oh, okay, wir haben hier eine Attacke, nimm dieses Gerät vom Netz, damit sich nichts weiter ausbricht. Dieses Gerät quasi als verloren ansehen, aber am Strom lassen. Dann kann er genau wirklich sehen auf dem Gerät, oh, das ist die Malware, das tut sie. Und diesen Schritt, den wollen wir ersparen, indem wir diese forensischen Daten nehmen. Dazu haben wir diese sogenannte Next-Gen Cyber Security dazu gepackt. Eine KI-basierende Verhaltenserkennungsengine. Hört sich sehr, sehr hochtrabend an. Gerade dieses KI-Thema ist immer so ein Thema. Aber es ist tatsächlich so, ich muss heute mit KI und vor allem ML, was ja innerhalb KI ist, ohne Machine Learning, also ohne Lernen, keine Intelligenz. Deswegen haben wir sehr, sehr viel in den Bereich investiert. Wir sind hier auch schon sehr, sehr lang durch unsere Sport-Sponsorings unterwegs und haben sehr große Expertise in dem Bereich.
Wir haben diese ja, ML-Technologie hier mit reingenommen, damit das Produkt auch ja, lernt und besser wird schlussendlich. Ich hatte ja gesagt, Security ist nichts, was ich einmal installiere und dann ist es für immer und ewig gut, sondern ich muss mich hier wirklich anpassen. Das haben wir gemacht. Plus rechte Seite nochmal geguckt, okay, was ist noch dabei? Wir haben Data Protection, wir haben Data Security, aber was brauche ich denn vielleicht noch? Da geht es dann in Richtung wirklich Enterprise-Schutzmanagement, URL-Filtering, oft übersehenes Thema. Jede zehnte Webseite ist verseucht. Immer noch wird die meiste Ransomware über Links verteilt. Deswegen haben wir URL-Filtering mit eingebaut. Schwachstellenbewertung und Patch-Management. Ich glaube, das war das Erste, was ich damals in meiner IT-Karriere in der Ausbildung gelernt habe. Never touch a running system. Ganz beliebter Spruch in Deutschland. Ist natürlich in Richtung Security totaler Humbug, wenn man so möchte. Ich muss es touchen, das System. Ich muss es immer up to date halten. WannaCry ist so, dass mein Lieblingsbeispiel hier, WannaCry kennt jeder, wahrscheinlich die berühmteste Ransomware, verschlüsselt immer noch täglich Tausende von Maschinen weltweit. Warum? Ja, weil sie nicht gepatcht sind. Wir wissen genau, welche Schwachstelle wird von WannaCry ausgenutzt. Wir haben den Patch dagegen, aber viele Maschinen sind eben nicht gepatcht, weil aufwendig, weil auch aus Unvermögen, Unwissen und. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen hier auch tätig werden. Dann Fernwartung. Ganz schönes Mittel, wenn ich denn schon hier mich um die IT kümmere und entsprechend absichere, dann möchte ich bitte auch die Möglichkeit haben, wenn es denn mal ist, auf die Kiste drauf zu gucken. Auch das haben wir mit integriert und so ist eine wirklich integrierte Lösung entstanden. Und der Vorteil gegenüber Insellösungen ist natürlich, dass die Themen miteinander sprechen und agieren kann. Security mit Backup und so weiter. Aber auch die Gaps dazwischen entsprechend ja geschlossen werden. Interessanterweise, ich habe gesagt, der Backup alleine reicht nicht mehr. Ich habe hier schon vor längerem mal ein paar Informationen ja, gesammelt und zwei hier mal als Paradebeispiel, wo das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche damals schon gesagt haben, Virenscanner versagen. Also die klassische ja, Scanner, Malware-Scanner, wie wir sie kennen, funktionieren heute eben nicht mehr, weil sich die Bedrohungslage ändert. Und mal hier so ein paar Beispiele, die wahrscheinlich die meisten von euch auch mitbekommen haben vom letzten Jahr mit Mediamarkt, war natürlich hier in Deutschland sehr, sehr groß, aber auch im Gesundheitswesen. Die Compo Group Medical wurde angegriffen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegen Ende letzten Jahres und auch die Conti, die hier nicht sicher waren vor Log4Shell. Also ich höre ganz oft, wenn ich mit Partnern und Kunden spreche, na ja, wir sind so klein, wir sind uninteressant oder unsere Daten sind nicht so wichtig. Das ist natürlich nicht richtig. Jeder ist hier unter ja, Attacke, wenn man so möchte. Keiner ist gefeit vor einem Angriff. Und man sieht hier auch, das Ganze wird gezielter, es wird professioneller. Es geht viel von einem manuellen, einfachen Angriff auf halb manuell, teilweise schon wirklich komplett automatisiert und auch intelligent. Deswegen muss ich natürlich auch mit Intelligenz zurückschlagen. Daten stehlen und drohen, im Darknet veröffentlichen, häufige Geschichten hatte ich ja schon genannt, über E-Mail und dann der Link im E-Mail. Es ist gar nicht mal der Anhang, sondern es ist tatsächlich der Link. Und es wird den, ich sag mal, bösen Jungs auch viel einfacher heutzutage gemacht mit Plattformen wie Ransomware as a Service. Wir haben damals angefangen mit Backup as a Service und hier wird Ransomware as a Service verkauft im Prinzip. Es ist ein guter Service, wenn man das so sagen darf, weil viel Geld erwirtschaftet wird. Satan ist auch eine Plattform im Darknet, wo ich mir auch eine Malware entsprechend kaufen kann. Und oft hat man dann so ein wirkliches Businessmodell, 70-30, das heißt 70% vom Umsatz gehören mir, 30% bekommt die Plattform. Hier in dem Fall bei Ginx sind 60-40, da verdient die Plattform etwas mehr. Und wir sprechen hier wirklich weltweit von Milliarden. Deswegen ist es wirklich ein gutes Geschäft. Modell mittlerweile geworden. Kaufen von Insider-Zugängen, auch das ist immer ein gern genommenes Mittel der Wahl. Hier den Logbit 2.0,
wo ich wirklich Zugänge kaufen kann. Man sagt hier, möchten Sie Millionen von Dollars verdienen? Wir können Ihnen hier die entsprechenden Daten zur Verfügung stellen. Logins, Passwörter zu RDP, VPN, Corporate E-Mails und. Alles kann ich hier ganz, ganz easy entsprechend kaufen. Mit Kryptowährung ist das heute alles kein Thema mehr mit der Bezahlung. Deswegen komme ich da auch sehr, sehr einfach an dieses Thema ran. Aber auch Data Leaks, auch das findet man immer wieder. Hier auch ein Beispiel, eine Auktion für, was haben wir hier, ein Archiv mit 750 Gigabyte Legal Dokumente. Auch das kann ich mir ganz einfach hier entsprechend besorgen. Ich mache mal das Ganze hier auf. Es sind noch ein paar Beispiele, die die Kollegen hier zusammengetragen haben. Man sieht, wie einfach das ist. Man muss heute gar selber kein Coder mehr sein. Ich erinnere mich, damals in der Schulzeit haben wir dann angefangen zu programmieren. Und ich erinnere mich, ich habe auch einen Spaß-Virus damals geschrieben in Turbo Pascal. Die Älteren kennen das vielleicht noch. Das muss ich heute gar nicht mehr. Es ist alles da, wirklich as a Service. Ich muss von IT im Prinzip gar nicht mehr wirklich Ahnung haben. Ich kann mir alles ganz easy besorgen. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn jeder an diese Themen rankommt. Und da gibt es auch interessante Umfragen dazu, die auch wir unter anderem tätigen. Man sieht hier, die Quelle ist unser Cyber Readiness Report. Dieser Cyber Readiness und der Cyber Security Report ist auch jetzt aktuell in 2022 da. Den kann man kostenlos von unserer Webseite runterladen und wir analysieren natürlich dann immer diesen Cyber Protection Markt, wenn man so möchte. Und interessanterweise von letzten Jahr gibt es hier diese Auswertung, wo man gesagt hat, okay, liebes Unternehmen, wie schützt denn du deine Software Supply Chain? Wie sieht die aus? Ist das eine Bedrohung? Und 53% sind leider in dem falschen Glauben, in dem falschen Sicherheitsgefühl, dass sie sagen, ja, wir verwenden nur vertrauenswürdige Software. Der Klassiker Microsoft Office. Leider ist natürlich, ja, da gibt es auch genügend Statistiken dazu. Ich habe jetzt hier keine mehr reingepackt wegen der Zeit, aber ich habe auch eine Statistik, wo ich sehe, 68% der Attacken sind auf Microsoft Office. Warum? Ich will ja die Masse erreichen. Das heißt, ich produziere eine Malware, wo ich so viel Schaden wie möglich anrichte. Deswegen geht man natürlich auf den Bereich. Interessant übrigens in dem Atemzug, weil ich bin ein sehr großer Mac-Fan, höre ich auch immer wieder dieses Thema. Naja, ich habe Mac, ich brauche keine Schutzsoftware. Das ist natürlich falsch. Auch hier genau das gleiche wie in dem Office-Beispiel. Warum wurde der Mac nicht so stark attackiert oder warum poppen nicht so viele Fälle auf? Weil einfach, ja, die Anzahl ist kleiner, aber auch der Markt hier wächst für Apple. Das heißt, auch wir sehen einen massiven Anstieg im Bereich Malware im Mac-Bereich. Deswegen können wir den Mac hier auch absichern. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ha, Gott sei Dank nutzen wir Linux, ja, auch hier haben wir einen massiven Anstieg gesehen und auch der ist nicht zu stoppen. Es gibt auch Ransomware mittlerweile, die sind, ja, wenn man so möchte, betriebssystemunabhängig. Und da wird es natürlich gefährlich. All das, wie gesagt, kann man auch gerne in unserem aktuellen Report nochmal nachlesen. Hier nochmal eine andere Geschichte. Welche Herausforderungen habe ich in dem Bereich? Womit muss ich mich beschäftigen? Nur vielleicht so mal als kleiner Tipp auch gesehen. 287 Tage dauert es, bis ich identifiziere, dass ich eine Verletzung hier habe, die ich eindämmen muss. 41% der Organisationen haben noch nie mit der Umsetzung von automatisierten Sicherheitsmaßnahmen begonnen. Das ist natürlich eine riesen Hausnummer. Fast die Hälfte der Organisationen. 55% der Organisationen haben die Ursache für die Sicherheitsverletzungen, die sie erlitten haben, nicht vollständig beseitigt. Ich sage nur forensische Daten. Also wie konnte das Ganze passieren und was habe ich dann als nächsten Schritt dagegen getan? Und 76% der Teams haben keine gemeinsame Übersicht über Anwendungen und Vermögenswerte. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Und dazu möchte ich noch eine letzte Folie in diese Richtung Ransomware-Techniken hier zeigen, wo nochmal so ein bisschen die Entwicklung, und ich habe es ja schon gesagt, die Ransomware-Technologie hat sich auch weiterentwickelt. Und genau deswegen müssen wir auch uns im Bereich Cyber Security und für uns Cyber Protection weiterentwickeln.
damit ich eben den Missbrauch meiner Umgebung verhindern kann. Backups löschen. Wir sehen immer mehr Malware, speziell Ransomware, die Backup-Files sucht, wirklich aktiv sucht und dann löscht und dann die Rechner entsprechend verschlüsselt, damit ich gar keine Chance mehr habe, zurückzugehen. Auch den Druck zu erhöhen, doppelte Erpressungen, gleichzeitiges Durchführen von DDoS-Angriffen oder auch direkte Kontaktaufnahme mit meinen Endkunden, wenn man so möchte. Geldstrafen zum Thema Datenschutz, also mich melden, dass ich einen DSGVO-Verstoß durchgeführt habe. All diese Themen, damit ich wirklich den Druck habe, okay, jetzt muss ich bezahlen, ich komme nicht mehr aus. Aber auch erweiterte Angriffe, man sieht hier, jeden Sektor habe ich auch schon. Selbst Cloud-Infrastruktur, Linux, macOS, automatisierte Scans. Ich bin hier nicht mehr wirklich gefeit davor. Dann das Ziel zu kennen, auch das wird immer mehr. Das heißt, man wird erst ausspioniert, bevor man überhaupt attackiert wird. Zu gucken, hat derjenige eine Cyberversicherung. Damit ist die Chance natürlich sehr groß, dass hier bezahlt wird. Gibt es exponierte Dienste, die ich ausnutzen kann? Hilfe zur Erhöhung des Schutzes. Angriff auf C-Level auch sehr, sehr gern genommen. Und ein kritischer Zeitpunkt wie Urlaub. Okay, der Admin ist im Urlaub. Es ist keiner da, der sich jetzt um die IT-Sicherung kümmern kann. Das nutze ich. Auch hier wirklich mit erweiterten Technologien, Backdoors, Passwörter ändern, die ich jetzt auch benutzen kann, meine VMs verschlüsseln. Aber auch auf der anderen Seite gibt es halt mehr und mehr intelligente Technologie. Also es gibt, ich erinnere mich, IBM hat mal eine Ransomware zu Testzwecken als Proof of Concept entwickelt, die wirklich intelligent, sogar mit Gesichtserkennung gearbeitet hat, um wirklich hier auf C-Level zu attackieren. Nur wenn der CEO vor der Kamera ist, dann wird entsprechend verschlüsselt. Wir sehen aber auch andere Ransomware, die wirklich hier intelligent erstmal analysiert, wie wird mit einem Gerät gearbeitet, welche Daten sind wichtig und dann daraufhin verschlüsselt. Und lange Rede, kurzer Sinn, da setzen wir an und bringen diese zwei Themen zusammen, diese zwei Fäuste, wenn man so möchte, Cyber Security und Data Protection, weil wir sagen, Backup alleine reicht nicht mehr aus. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat jemand aus dem Security-Bereich gesagt, die klassische IT-Security, wie wir sie so kennen, reicht nicht mehr aus. Das Problem ist auch eines, was viele unterschätzen. Und ich habe mal gegoogelt dazu und habe das gefunden. Wie viele Tools setze ich denn heute für dieses sensible Thema Sicherheit ein? Und die erste Seite, die ich gefunden habe, war gleich hier mir ein Vorschlag von 22 Sicherheitstools. 22 Tools, damit ich auf der sicheren Seite bin. Wie soll ich mich denn um 22 Tools kümmern? Und dann habe ich noch weiter geguckt und dann habe ich sowas gefunden. Das ist mal so eine, ja, so ein Cyberscape, nennen die das quasi eine Liste von Herstellern in diesem Bereich. Und man sieht, es ist so groß, es passt nicht mal mehr auf die Folie drauf. Und jetzt meine Frage: Wie viele Tools setzt ihr heute ein? Wie viele Tools setzt ihr für dieses Thema ein? Cyber Protection. Und wir haben es mal analysiert. Wir kommen im Durchschnitt auf 8 Tools. 8 Tools, die im Einsatz sind. 8 Tools, die ich auch managen muss. Und dann haben wir da so einen Punkt, wo ich sage, okay, laut Statistik 67% der Admins sind mehr damit beschäftigt, das Tool zu managen oder die Tools zu managen, als wirklich ihre Arbeit zu tun. Und damit wird ein Tool natürlich hinfällig, weil dann hilft es mir nicht mehr. Klassischerweise, der Name kommt ja aus dem Englischen, er soll mir ja helfen. Dieses Tool hilft mir bei meinem Thema. Aber wie soll es mir denn helfen, wenn ich mich nur um das Tool selber kümmern muss? Deswegen haben wir eben diesen Ansatz gefahren und haben gesagt, okay, wir bringen diese Themen zusammen. Wir haben eine integrierte Lösung, die sich wirklich um mein höchstes Gut und meine Daten kümmert. Und wenn man uns klassischerweise sowas anguckt, wie es heute im Einsatz ist, dann ist es relativ komplex. Ich habe ja schon gesagt, 8 Tools im Durchschnitt. Das heißt, ich muss 8 Tools lizenzieren, ich muss die bereitstellen, ich muss die kennen, das heißt, meine Admins drauf schulen und eventuell habe ich auch wirklich auf dem Gerät selber einen Konflikt. Wenn ich 8 verschiedene Tools heute einsetze, ja, ich habe Ressourcen, die ich verbrate für Tools. Und vielleicht sieht das eine Tool das andere auch als negativ an. Ist natürlich teuer auch, wenn ich mehrere Tools habe. Ich habe verschiedene Anbieter, Verwaltungskosten,
Auch Ressourcen sind ja auch Geld, die Ressourcen auf der Maschine. Und es ist unsicher. Jedes Tool für sich ist wahrscheinlich brillant und genau das Richtige, aber dazwischen sind nun mal diese Lücken. Ich sage immer gern, das sind wie Inseln. Jede Insel ist perfekt, wunderbar, aber leider zwischen Inseln ist Wasser. Und das ist natürlich, was ausgenutzt wird. Und durch die integrierte Lösung haben wir nur noch ein Thema. Wir haben ein Tool, eine integrierte Lösung für alles. Das heißt, ich nehme diese Komplexität einfach raus und nutze dadurch auch meine Ressourcen besser aus. Nutze die Ressourcen, sprich wirklich die Hardware besser aus. Ich habe einen Agent, der sich um dieses Cyber Protection Thema kümmert. Und auch IT-seitig, ich habe viel bessere Ausnutzung der Ressourcen, weil mein Team muss nur noch ein Tool kennen. Ich habe einen Anbieter, ich habe eine Oberfläche. Das heißt, einmal gelernt, kann ich dieses ganze Thema komplett verwalten, managen mit all seinen Möglichkeiten. Und ich habe auch diese Lücken geschlossen. Wenn ich keine Inseln mehr habe, dann ist auch kein Wasser mehr dazwischen, was ausgenutzt werden kann. Und genau das ist unser Einsatz. Herzugehen, sagen wir, machen einen Schutzplan, der alle diese Aspekte abdeckt. Und wenn man sich das Ganze im Produkt anguckt, ich versuche es gleich noch zu zeigen, dann habe ich eben nur noch, und ohne es klein zu machen, Backup zum Beispiel als Feature in einem Schutzplan. Disaster Recovery on top, wenn gewünscht, einschalten. Antivirus, Anti-Malware Protection, URL-Filtering, die Möglichkeit sogar des Defenders zu kontrollieren aus diesem Plan heraus, weil der Defender sehr, sehr gerne genutzt wird. Aber auch Schwachstellenanalyse, Patch-Management, Gerätekontrolle, also die Kontrolle meiner Schnittstellen, alles aus einem Schutzplan. Das heißt für mich als Firma, ich habe eine Policy, eine Sicherheitspolicy bei uns im Unternehmen und die rolle ich aus. Vielleicht habe ich zwei Policies, eine für meine Workstation, eine für Serversysteme und roll das Ganze aus. Aber ich mache mir einmal diese Mühe, ich überlege mir einmal, wie soll denn unsere Sicherheit aussehen und dann kann ich diesen Plan auf unendlich viele Maschinen ausrollen. Und das Ganze basiert auf dem sogenannten NIST Cybersecurity Framework, etwas, ja, ein Best-Practice-Ansatz, wenn man so möchte. Die NIST gibt diese Cybersecurity aktuell in der Version 1.1 auf den Markt und sagt, wenn du in dem Bereich tätig bist, musst du identifizieren, schützen, erkennen, Antworten wiederherstellen. Und genau darum haben wir das ganze Produkt gestrickt. Und ich gehe jetzt mal kurz raus aus der Präsentation, damit ich das mal zeige. Ich habe hier zwei Maschinen schon mal vorbereitet. Das sind zwei virtuelle Maschinen, die laufen hier bei mir auf der Maschine. Die eine ist hier ungeschützt. Und man sieht hier, ich habe hier den Know Before Ransom laufen lassen, weil der läuft eine Zeit lang. Und damit wir hier das mal das Ergebnis sehen können, ich habe hier 22 erfolgreiche Angriffe, wenn man so möchte. Und ich habe hier auch noch eine Menge an Ransomware-Tests und Samplen mir runtergeladen. Ich starte mal. Ach, das ist der, der nicht funktioniert. Wir nehmen also, auch das ist auch schön, sehr oft versehen, ein Crypto-Miner. Ich habe jetzt hier ein Crypto-Checking quasi simuliert, indem ich einen Crypto-Miner gestartet habe. Und ich schicke jetzt nur mal schnell Ctrl-Alt-Delete, um den Task-Manager zu zeigen. Und man sieht hier, oh, da läuft auch schon noch was. Ich habe gestern schon mit der Maschine rumgespielt. Es kann sein, dass hier schon einige Prozesse laufen, die nicht wirklich gut sind. Ich starte mal hier noch irgendwas. Ich führe mal hier was aus. Ja, ich weiß, es ist unbekannt und so weiter. Also ich habe gestern einfach mal wild ein paar Samples runtergeladen. Ich zeige auch gleich mal, wo man an sowas mal rankommt. Da kann man selber mal abspielen, aber bitte nur in einer gesicherten Umgebung. Und jetzt gerade hier sieht man den Crypto-Miner, der hier 50% meiner CPU klaut. Ich habe schon sehr, sehr hoch. Und man sieht hier, da läuft ein Prozess 7-Zip File Manager. Ich habe keinen 7-Zip auf der Maschine. Habe ich auch nicht gestartet. Der hat auch noch das Icon von Excel. Also hier kann ich mir sicher sein, das ist schon mal was, was nicht wirklich gut ist. Ich nehme an, es ist diese Ransomware, die ich gestern hier gestartet habe. Wenn ich die Maschine jetzt so laufen lassen würde, dann wäre die nach einer Zeit definitiv verschlüsselt. Das Interessante ist auch immer, was viele glauben und deswegen ist es auch schwer, sowas in der Demo durchzuführen. Ich starte eine Ransomware und dann legt die los zu verschlüsseln. So ist es natürlich nicht. Da haben wir eine Inkubationszeit, auch von teilweise Wochen bis zu Monaten. Jetzt mache ich diese Maschine mal klein. Ich lasse die
Hintergrund einfach mal laufen und gehe auf das Gleiche. Man sieht vom Namen her schon Clone Clean. Das heißt, die Maschine habe ich auch, die habe ich einfach geklont und habe das Gleiche gemacht. Habe hier den No Before Ransom laufen lassen. Und man sieht, hier habe ich alles grün. Das heißt, hier wurde irgendwas getan. Ich zeige auch gleich, was. Und ich starte jetzt hier auch nochmal. Ich starte auch mal gerne den XMRig. Und man sagt, oh, okay, konnte nicht abgeschlossen werden. Handelt sich womöglich um einen Virus. Und man sieht, es ist auch hier jetzt die Exe verschwunden. Jetzt habe ich hier noch dieses IK und kann auch das nicht starten. Und man sieht auch, hier sind schon die Liste. Ich gehe nochmal auf die andere Maschine, damit man wirklich den Unterschied sieht. Beide Ordner waren die gleichen und man sieht hier schon, da hat sich irgendwie ein bisschen was getan hier in meiner Liste. Und dazu gehe ich jetzt mal in unsere Konsole und das ist die Konsole, wo ich das Ganze manage. Und man sieht hier, das ist dieser Desktop, den ich eingerichtet habe. Und er sagt mir hier schon eine Warning, Malware is detected. Und ich sehe hier, C-User, Acronis Desktop, Bad Start, IK. Hier habe ich dieses Testfile versucht zu öffnen und wir haben es erkannt, blockiert auf der Maschine. XMRig. Anti-Malware Protection has detected and blocked the malware. Hier steht, was ist es für eine Malware? Und hier ist dieser Krypto-Miner, den wir in die Quarantäne geschickt haben. Hier haben wir ein App, QR, schieß mich tot, eine Exe. Man sieht, der Prozess kann nicht zugreifen, wurde von einem anderen Prozess verwendet. Wir gucken gleich in die Quarantäne noch rein. Hier haben wir einen Trojaner. Also das sind all diese Files, die in diesem Ordner sind, die von uns im Scan entsprechend gefunden wurden. Und das Ganze finde ich in meiner Quarantäne jetzt hoffentlich wieder. Da sollte jetzt genau eine Liste von diesen entsprechenden Samples sein. Was haben wir denn hier für eine Variante Symmi? Ein Trojaner, nochmal ein Trojaner mit den Nummern entsprechend hier und hier haben wir den Kryptominer. Was habe ich auf der Maschine gemacht? Warum wurde auf dieser Maschine? Klar, ich habe hier unseren Agenten installiert und habe einen Schutzplan eingerichtet, der hier sagt, okay, schütze mich vor verschiedenen Dingen. Wir haben die Active Protection mit dabei, der Schutz vor Ransomware, mit dem großen Unterschied zu anderen Lösungen. Dadurch, dass wir eine Kombination aus Backup und Security sind, können wir auch Dinge tun wie, okay, die Ransomware hat gestartet zu verschlüsseln, die Behavior Engine, also die Analyse hat ergeben, dieser Prozess ist nicht gut, ich muss ihn stoppen. Bei jeder normalen Software wäre jetzt Schluss. Das heißt, ich hätte verschlüsselte Daten. Meine Software hätte mich vielleicht gerettet, aber ich habe verschlüsselte Daten. Wir können diese Änderungen wieder rückgängig machen, weil wir wissen, wie dieser Backup-Teil geht. Das heißt, wir automatisieren diesen Prozess und ich bin davor genauso oder ich bin danach genauso wie davor. Das heißt, bei uns sieht eine Maschine nach der Attacke genauso aus wie zuvor. Und damit springe ich noch ganz schnell zu einer Folie zurück, weil, und das ist mir ganz wichtig, Automation ist der Key und der größte Teil, den wir machen, und das ist eigentlich das Wichtige, ist Prävention. Und da habe ich dieses nette Zitat von Ray Winston Freeman gefunden, einem Physiker in der USA 1922. Die beste Zeit, ein Problem anzupacken, ist die Zeit vor seiner Entstehung. Und genau das ist das, was wir versuchen, mit modernen Technologien wie KI, ML und zu automatisieren. Das heißt, ich lege einmal einen Plan an und dann wird so viel wie möglich automatisch gemacht, wie zum Beispiel dieses Patching, dass die Maschinen immer up to date gehalten werden, damit ich eben nichts vergessen kann schlussendlich. Und ja, halbe Stunde ist kurz, aber ich habe versucht, Punktlandung durchzuführen und das mal anzuteasern. Wer jetzt noch mehr Informationen möchte, braucht, sehr, sehr gerne, kommt auf uns zu. Wir können eine Live-Demo machen, kostenlosen Trial zur Verfügung stellen und, damit man wirklich mal ja, sich das in Ruhe anschauen kann. Das Produkt ist wirklich, ja, wenn ich sage, so umfangreich, dann hört sich es wieder komplex an. Aber es bietet so viele Möglichkeiten, dass ich das gar nicht alles in dieser halben Stunde abdecken kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Markus, vielen Dank dir.
Sehr Ich glaube, die gerne. Danke, die, ich glaube, die Danksagung muss sozusagen eher in deine Richtung gehen. War gut, Spaß gehabt. Beziehungsweise, Ich du hatte machst ja eigentlich, Spaß. du machst die Sachen auch regelmäßig, oder? Also du bist häufiger auf solchen Veranstaltungen dabei. Ich finde, das hat man gemerkt, dass da eine gewisse Grundsouveränität ist. Kannst du das bestätigen? Ja, ist so, ist quasi eins meiner Kerngeschäfte, wie es so schön heißt. Okay. Wo es hier angeschmissen ist, direkt mal vielleicht eine Frage von meiner Seite, die CyberFit Academy. Willst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Sehr gerne. Ich bin Teil dieser Academy, also die Acronis Schule, wenn man so möchte. Wir haben zwei große Themen. Einmal ist natürlich dieses Lernen und Sensibilisieren ein großes Thema. Das heißt, mit der Academy wollen wir unsere Partner, aber auch Kunden fit machen auf dieses Thema und haben da verschiedene Lernmodule. Die sind auch online, die kann ich individuell ausführen, wenn ich das möchte. Einfach registrieren, kann man über unsere Webseite auch ganz easy finden, auf die Academy dann klicken. Und dort finde ich guten Content, natürlich produktbezogen, aber auch losgelöst vom Produkt. So, auf was muss ich heute beachten? Was sind so Security-Strategien? Wie könnte sowas ausschauen? Da helfen wir sehr, sehr gerne. Wir können auch individuell hier was durchführen. Da sind dann so Dinge entstanden wie diese 12-Punkte-Checkliste. Die ist in dem Deck auch drin und ich nehme an, ihr verteilt dieses Deck ja eh im Nachgang. Dann ist auch das, was ich jetzt zeitlich einfach nicht mehr untergebracht habe, auch noch mit dabei. Ja, super. Academy, das heißt ja wahrscheinlich, also das wird in der Komplexität von Lektion zu Lektion immer ein bisschen aufwendiger und ja, vielschichtiger. Wie ist denn das mit so erste Schritte im Fall eines Datenverlustes? Ist das eine frühe Lektion? Kommt es später dran? Was ist die Antwort drauf? Früh. Wir haben ich weiß den Titel gerade nicht aus dem Kopf, ein Lernmodul genau zu dem Thema und das kann ich und sollte ich auch früh machen. Gerade diese Sensibilität zu haben, was tue ich jetzt? Weil wir kennen das ja alle. Ich habe es gestern erlebt, schönstes Beispiel. Ich möchte eine Dame durchlassen, die möchte den Getränkemarkt abbiegen, bei mir auf der Hauptstraße im Ort. Und von hinten kommt eine ältere Dame, die hat es wohl übersehen und fährt hier hinten drauf. Und die wusste gar nicht, was tue ich jetzt im Moment. Klassische Panik. Und genauso ist es ja bei der Cybersecurity auch. Oh Gott, ich habe hier eine Attacke, was soll ich denn machen? Wie gehe ich jetzt vor? Und dann, ja, die Kiste nehmen, rausschmeißen aus dem Fenster ist natürlich auch keine Lösung. Deswegen, da wirklich die Leute sensibilisieren, aber auch sensibilisieren, und das machen wir sehr, sehr viel. Was sind diese Do's und Don'ts? Also was sollte ich nicht tun? Wo sollte ich nicht hinsurfen? Solche Geschichten. Und das geht wirklich runter bis zu dem einfachsten eigentlichen Thema. Ich soll nicht mit lokalen Admins arbeiten und mein Passwort soll nicht 123 sein und soll nicht auf dem Post-it auf der Tastatur kleben. Ich glaube, das kennen wir alle. Man nimmt es immer so gerne als witziges Beispiel. Es ist tatsächlich noch der Fall. Wir sehen solche Themen. Es ist so, ein Partner hat zu mir gesagt, ich konnte mich mal nicht in die Demo einloggen, sagt, warte, probier mal Acronis 123. Und es war tatsächlich so, ich erinnere mich, wo ich angefangen habe, in jedem Passwort, klar, Demo ist nicht so kritisch, aber die Passwörter waren Acronis 123. Das wussten alle unsere Kunden mittlerweile. Das ist natürlich unsinnig, dann überhaupt noch ein Passwort zu haben. Vielleicht als abschließenden Punkt, und weil das auch dann gleich im Folgevortrag so ein bisschen in die Richtung geht, da geht es auch um Ausblick, Blick nach vorn. Wie werden sich Ransom-Attacken deiner Meinung nach weiterentwickeln? Ist das irgendwie absehbar? Also leider muss man sagen, sie nehmen zu. Ich habe erst gestern mit unserem VP, dem Candid, gesprochen. Sie werden weiterhin zunehmen. Was wir aber auch sehen, es verlagert sich einmal mehr in die intelligente Variante. Also nicht mehr einfach nur, ich verschlüssel dich und dann ist gut, sondern es gibt diese Mehrfachattacken, die auch immer intelligenter werden. Also ich nehme dir wirklich, ich gucke mal, was ist für dich das Wichtigste und dann nehme ich dir das weg, weil das tut dir am meisten weh. Und was wir auch sehen, und das ist die zweite Schiene, die sehe ich viel, viel gefährlicher, Datenmanipulation. Eine Ransomware ist offensichtlich, die verschlüsselt mich und will Lösegeld für meine Daten. Aber Datenmanipulation ist was nicht mehr offensichtlich ist.
Und es gibt schon einen Fall, wo eine IBAN-Nummer auf einer Rechnungsvorlage manipuliert wurde, einfach zwei, drei Zahlen verändert und dann ist Geld woanders hingeflossen. Und das sind die Themen, die wirklich gefährlich werden. Es ist ein gutes Business, machen wir uns nichts vor. Da werden wirklich Milliarden erwirtschaftet. Mit einem kleinen Blick auf die Zeit, würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank an der Stelle für deine Ausführung, Sehr gerne. und vielen Dank für die genommene Zeit heute, für deinen Vortrag. Ich hoffe, allen Anwesenden hat es genauso gefallen wie mir und möchte an dieser Stelle dir noch ja, einen schönen weiteren erfolgreichen Tag wünschen, gute Restwoche und vielleicht sieht man sich ja an dieser oder anderer Stelle vergleichbar nochmal wieder. Danke, gebe ich gern zurück und ich freue mich jetzt auch schon auf die Redner nach mir, auf spannende Vorträge. Vielen Dank von meiner Seite und bis bald hoffentlich. Ja. Ciao. So, weiter geht die wilde Fahrt, wenn man so will. An der Stelle, da ist es schon, Michael. Kann man noch guten Morgen sagen? Naja, kurz vor 10. Moin. Ah ja, ich denke, das passt noch. Das passt noch, ja. Ja, auch schön, dass du bei uns bist, dir die Zeit nimmst oder nehmen kannst. Du bist jetzt hier von Sofas heute am Start. Da bist du schon seit 2008, oder? Genau, ich bin also, habe schon irgendwie die einstellige Inventarnummer. Nein, nicht ganz so wild. Sowas gibt es seit über 30 Jahren. Nein, ich bin schon relativ lang dabei, war vorher auch lange in einem IT-Systemhaus, habe da Unternehmensinfrastrukturen versucht sicher zu machen oder auch zu prüfen, ob sie sicher sind. Und jo, jetzt seit längerem bin ich dann bei Sophos und dort praktisch so ein bisschen so der Erklärbär für aktuelle Technologien oder auch für Entwicklungen. Und ich glaube, das ist heute auch gerade das Thema, weil gerade viele Unternehmen sich so die Frage stellen, soll ich so weitermachen wie in der Vergangenheit? Wieso sind jeden Tag so viele Unternehmen, die es dahin gerafft hat in den Medien, weil sie einfach einen Cyberangriff haben? Wie stelle ich meine Security da so künftig auf? Was muss ich machen? Und das ist so ein bisschen, was ich heute eigentlich beleuchten möchte, so ein bisschen so High-Level draufblicken. Ja. Jetzt hast du es selber schon so ein bisschen gesagt, also A, 2008, seit 2008 bei Sophos, aber auch irgendwie schon eine Karriere oder eine Laufbahn von rund oder sogar mehr als 25 Jahren in dem Bereich der IT-Sicherheit. Da hast du ja auch schon einige Rollen oder Aufgaben, sage ich mal, gehabt. Was hat dich denn jetzt so zum aktuellen Feld letztendlich gebracht? Also du bist ja ähnlich wie der Vorredner auch oder dein Jobtitel, wenn man so will, ist auch Technology Evangelist, hast aber auch schon ganz andere Sachen, wenn man so will, gemacht. Was war so der ausschlaggebende Faktor, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich mal das machen? Ja, also vorher war ich hauptsächlich im Systemhaus und da habe ich tatsächlich die Security verwaltet, gemanagt oder auch, Entschuldigung, reagiert, wenn irgendetwas passiert ist. Und ich habe einfach gesagt, ja, tatsächlich brauchen viele Unternehmen auch mal so, einfach mal so diesen Richtschnur, wie muss ich mich tatsächlich aufstellen im Bereich der Security und einfach mal ein bisschen so über den Tellerrand hinwegblicken, auch mal so technologieübergreifend, weil einzelne Technologien sind ganz toll, aber die Frage ist, wie ich die so in das große Ganze einordne und was auch für mich als Unternehmen sinnvoll ist. Ja, es gibt Sachen, die sind vielleicht für ein Unternehmen sinnvoll, fürs andere weniger. Backup ist ein gutes Thema. Ja, also die aktuellen Bedrohungen, das haben wir auch schon gehört, das sind ja diese doppelte Angriffe, Double Extortion. Das heißt, zuerst werden mal Daten gestohlen, bevor was verschlüsselt ist. Ja, das heißt, und die Angreifer, die passen sich an, die haben gemerkt, oh, Unternehmen investieren in Backup, um wieder an ihre Daten ranzukommen, wenn die verschlüsselt sind. Also stehle ich erstmal die Daten, dann bringt mir ein Backup gar nichts oder auch das Zurückspielen. Wenn die Daten schon beim Angreifer sind, dann erpresst der mich als Unternehmen mit der Veröffentlichung. Ja, also meinen Kundendaten, DSGVO-relevant natürlich, auch Entwicklungsdaten, meine Projektdatenbank. Da bringt es mir gar nichts, wenn ich die wiederherstellen kann, sondern ich muss initial verhindern, dass der überhaupt erstmal was klaut. Also an welcher Stelle setze ich an mit einer Lösung? Ja, und dann ist natürlich hier dieses, dass ich proaktiv verhindere, dass überhaupt erstmal Daten gestohlen werden, dass ich merke, wenn Angreifer unterwegs ist. Also das sind einfach so Themen. Es gibt viele Technologien. Welche ist für mich als Unternehmen sinnvoll? Ich glaube, da macht es dann auch einfach mal Sinn, in deinen Vortrag einzusteigen. Du hast uns ja Genau. auch eine Präsentation mitgebracht. Liebe Regie, schaltet da einmal bitte kurz den entsprechenden Switch auf on, so dass Genau, der bin ich Michael aktiv hier Präsentator. Perfekt. So, dann werde ich doch mal loslegen sehen, kann. dass ich auch den richtigen Monitor teile. Prima. Ja, also ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
Leg los. Zu diesem ganzen Thema, das sind so viele Drei-Buchstaben-Abkürzungen, XDA, IDA, was weiß ich. Wir haben ganz viele Technologien und die Frage ist immer, was brauche ich jetzt tatsächlich? Schauen wir erstmal die aktuelle Bedrohungslage. Einfach mal so ein bisschen, ja, fürchten Sie sich davor? Stellen Sie sich mal die Frage, vielleicht auch mit anderen Mitgliedern im Haushalt. Da werden ab und zu mal spitze Schreie kommen, die anderen nehmen einfach einen Joghurtbecher und einen Pappdeckel und bringen die nach draußen. In jedem Fall kann die Spinne Ihnen nicht wirklich wehtun. Ja, da ist während so eine gigantische, mutierte, radioaktive, haushochgroße Spinne ist schon eine andere Hausnummer. Ja, da brauche ich wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz andere Gegenmaßnahmen. Und das kann man tatsächlich vergleichen mit den Hackern vor 5 Jahren. Ein Locky hat, da konnte ich, oder auch ein WannaCry, für $300 kam ich wieder an verschlüsselte Daten ran. Das ist Pillepalle. Ja, das hat jedes Unternehmen aus der Portokasse gezahlt. Das war derselbe Betrag, den man gezahlt hat, um wieder an seine Fotosammlung ranzukommen. Ja, also da haben die Angreifer nicht unterschieden zwischen Unternehmen und Privatpersonen. Heute ist das eine Existenzbedrohung für Unternehmen. Ja, das heißt also, die Angreifer haben gemerkt, ui, wenn ich ein Unternehmen erpresse, kann ich ja 6-, 7-, 8-stellige Lösegeldsummen fordern und die bezahlen auch, damit sie nämlich einfach wieder ans Laufen kommen und dass ihre Kundendatenbank eben nicht veröffentlicht wird. Ja, also die Angreifer haben dazugelernt und wir haben es alle mitbekommen. So Sachen wie, was weiß ich, Katastrophen, Cyberkatastrophenfall in Deutschland, Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wir haben gesehen, dass die Amerikaner mit Plastiktüten auf dem Pickup hinten zur Tankstelle gefahren sind, weil sie gedacht haben, es gibt keinen Sprit mehr. Ja? Die große Pipeline in den USA wurde lahmgelegt. Und dann haben wir auch tatsächlich auch schon Todesfälle gehabt. Ganz einfach, weil hier ein Rettungswagen wegen des Cyberangriffs auf die Uniklinik Düsseldorf, die hatten die Notaufnahme zugemacht, der Rettungswagen wurde umgeleitet, Herzpatientin hatte eine 30 Minuten längere Fahrt und ist gestorben. Diesen Angreifern ist es völlig wurscht, ob jemand dabei abnippelt. Ja, die greifen Impfstoffhersteller an, die wollen einfach nur maximalen Profit machen. Das heißt, die sind komplett gewissenlos, brutal, professionell und dagegen muss ich mich entsprechend als Unternehmen heutzutage einfach wehren. Die Allianz hat im Januar so ein Cyber-Risk-Barometer rausgebracht, was die größten Sorgen der Unternehmen sind. Und an Nummer 1 ist der Cyberangriff mit 44%. Und lustigerweise an Platz 2 Betriebsunterbrechung, die meistens eine Folge eines Cyberangriffs ist. Und Naturkatastrophen waren bei 25%, ich glaube Corona bei ungefähr 20%. Also das ist das Größte, die sind die größten Sorgen deutscher Unternehmen. Ja? Und da ist auch diese doppelte Erpressung. Ja? Also sprich, ich habe hier erstmal Verschlüsselung, ja, okay, da reicht mir ein Backup. Ja? Und Datendiebstahl, das ist meine größte Sorge heute. Also sprich, ich muss erstmal verhindern, und sowas ist auch viel schwerer zu verhindern. Für Verschlüsselung, da gibt es, wir haben auch in unserem tollen Next-Gen-Endpoint, haben wir so Verschlüsselungserkennung. Wenn ein Programm massiv oder großflächig Dateien verändert oder mehrere Dateien verändert, da gibt es irgendwie Erkennungen und Stoppen und Originaldateien wiederherstellen, ohne an Backup ran zu müssen. Also sprich, da gibt es einfach Technologien. Datendiebstahl in der frühen Phase mit einem Systemwerkzeug ist sehr viel schwerer zu erkennen. So. Also, was haben denn viele Unternehmen heute so im Einsatz? Es gibt so ein paar Themen, auf die werde ich jetzt mal einzeln eingehen, die einfach in vielen Unternehmen so als 20 Jahre nach Best of Breed, ja, hat sich das immer noch in vielen Unternehmen einfach so festgesetzt, dass ich viele Werkzeuge habe, 10 verschiedene Werkzeuge für Endpoint, für Firewall, für Mobile Device Management, für alles drum und dran. Und dazu haben diese verschiedenen, da gibt es noch ganz viele Schräubchen, die ich drehen muss. Am besten noch irgendwelche Ausnahmen machen beim Virenschutz, was man so früher gesagt hat, was heutzutage völliger Blödsinn ist. Aber das sind einfach Sachen, die hat man noch so in den Köpfen. Und je komplexer das ist, desto unsicherer ist das Ganze. Und wenn ich dann noch, wie viele Unternehmen, unterschiedliche Lösungen verschiedener Hersteller für Endpoint, für Mobile, für Firewall, für Cloud Security, Wi-Fi, Switch, Verschlüsselung, Zero Trust, Network Access, MDR, also sie führen die Reihe fort, ja, wenn sie ganz viele verschiedene Lösungen mit vielen verschiedenen Schräubchen haben, da kann keiner mehr drüber blicken. Im Endeffekt lässt man es auf Standardeinstellungen und das ist meistens schlecht oder unsicher oder beides. Deswegen sind wir vor knapp 10 Jahren hergegangen, haben gesagt, wir packen unsere gesamte Security mit allen unseren Lösungen und sowas gibt es seit über 35 Jahren und wir haben angefangen mit Virenschutz, ja, damals vom Krieg. Mittlerweile haben wir halt das komplette oder sage ich mal praktisch die komplette IT-Security bei uns in einer zentralen Verwaltung mit so einem Ansatz. Sie drücken einen Knopf und auf dem steht sicher und dann ist das Ganze auch sicher.
Ja, wir haben das Ganze in so ein XDR-Ökosystem reingepackt mit so einem tollen Marketingnamen, Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem ACE. Aber das ist wirklich eine extrem gute Sache, weil wir haben hier zum einen Security Management. Das ist das, was man früher gemacht hat. Das heißt, ich verwalte meine Security, aber jetzt hier nicht mehr in 10 verschiedenen Konsolen, sondern in einer Konsole. Ja, das heißt, ich konfiguriere die User und dann weise ich denen eine Endpoint Policy zu. Und dann kriegen die eine Firewall Policy. Und dann kriegen die eine Mobile Policy. Und wenn sie in der Cloud sind, bekommen sie entsprechend auch, wird geschaut, was die in der Cloud machen dürfen. Und Next-Gen von Fernzugriff, Zero Trust Network Access ist da mit drin, da ist Firewall Management drin und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe all diese Lösungen in einem zentralen Management, aber noch mehr. All diese Lösungen liefern auch Informationen, die dann in einen zentralen Datensammelort für die Analyse und auch Korrelation von Ereignissen auf verschiedenen Systemen. Und da kann dann eine KI drüber laufen und sagen, oh, da ist gerade ein Angreifer in der Frühphase eines Angriffs, dann sage ich doch mal meinen Menschen Bescheid, dass sie sich mal was genau anschauen sollen. Und wir bieten neben den einzelnen Produkten natürlich auch Services an. Ich werde da gleich drüber noch ein bisschen drauf eingehen. Also sprich, ein offenes XDR-Ökosystem mit auch ganz vielen Möglichkeiten, wie ich dann SIEM oder andere Services natürlich anflanschen kann, aber integriert ineinander. Ein grober Unterschied zwischen einem XDR-Ökosystem und einem SIEM ist, bei einem SIEM sammle ich allen möglichen Kram und suche die Nadel im Heuhaufen. Bei einem XDR-Ökosystem habe ich lauter Nadeln und suche die Nadel, die mich am ehesten stechen wird. Ja, so kann es mal aussehen. Ich habe viel besser angereicherte, korrelierte Informationen in so einem XDR-Ökosystem drin. Jo. Und dann haben wir das ganze Thema, also ich komme auf der Security, du hast was davon gesagt vorher. Und ich war dafür zuständig, dass wenn bei einem Kunden ein rotes Lämpchen angeht, dass da auch jemand drauf schaut. Im schlimmsten Fall ich. So, ich bin rausgebimmelt worden, nachts mit einem Pager, mit einem Handy, mit einem Smartphone, mit irgendwas. Und dann habe ich mich vor den Rechner gewälzt und habe geguckt, was ist denn da? Und wenn ich was gefunden habe, habe ich geguckt, was muss ich jetzt machen? Firewall umkonfigurieren, irgendwas bereinigen, ja, so. Da haben wir gesagt, hey, wenn man sowieso verschiedene Lösungen von Sophos hat, mach es uns doch einfach. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben hier die Firewall von Sophos. So, und wir haben hier auch Endpoints von Sophos. Dann lassen wir die doch miteinander reden. Das heißt, wir haben so eine Technologie, wir nennen die Security Heartbeat, wo die beiden permanent miteinander reden. Es sind natürlich noch viel mehr, da sind auch die Access Points, das sind Mobilgeräte, all möglichen Kram ist da drin, aber schauen wir mal Firewall und Endpoint. Und die Firewall hat einen Status Security Heartbeat, 4 Rechner sind gerade verbunden, alles gut. Und alles in grün. Ja? Das heißt, der Status ist in Ordnung, ist kein Virus drauf, kein Ransomware, alle Dienste laufen, also dürfen die kommunizieren miteinander und ins Internet. So, was passiert denn jetzt, wenn hier eine Schadsoftware, ein Ransomware, irgendwas drauf erkannt wird? Naja, dann petzt der Client. Das heißt, der petzt über den Security Heartbeat an die Firewall und sagt der Bescheid, ich bin nicht mehr sicher. Dann sieht man es hier auch rechts, dann habe ich hier jetzt hier einen Rechner, der ein Risiko darstellt. Jo, was passiert dann? Dann sagt die Firewall, hey, alle anderen Rechner im lokalen Netzwerk, wir haben hier irgendwie so eine Ratte unter uns, sperrt den mal aus. Das heißt, alle anderen Rechner im lokalen Netzwerk machen, wie es der Trekkie sagt, Shields ab, dass die nicht mehr mit dem hier, mit dem Bösen, mit dem Infizierten kommunizieren. Und wenn der jetzt anfängt, hier zu kommunizieren, dann sagen die Pustekuchen, von dir nehme ich keine Verbindung an. Technisch ist das, dass die alle MAC-Adressen von diesem Rechner hier blockieren. Die können nicht mehr miteinander reden. Ja? Und dann isoliert die Firewall natürlich auch den Rechner im Netzwerk. Das heißt, wenn der hier durch die Firewall ins Internet zu seinem Herrn und Meister, wo er Befehle bekommen will oder Daten hinschicken soll, kommunizieren will, sagt die Firewall, nö, du kommst nicht durch. Ja? Nicht mit den Schuhen und nicht mit dem Heartbeat und natürlich auch nicht hier in die DMZ. Also sprich, er wird automatisch im Netzwerk isoliert. Und wenn alles bereinigt wurde, wenn der Endpoint gesagt hat, hier, jetzt alles rausgeschmissen, ist wieder in Ordnung, dann darf er auch wieder kommunizieren, ist wieder grün und alles geht wieder. Schauen wir uns das doch mal live in dem Video an. Oder in dem Video an. Hier links habe ich, sehe ich gerade die Firewall, 2 verbundene Rechner. Und das ist auf der einen Seite hier links dieser Rechner. Grün ist gut, rechts auch grün ist gut. Das Gerät ist geschützt, ist sicher, da ist keine Schadsoftware drauf, alles gut. Die beiden sind im lokalen Netz, das heißt, die können miteinander reden. Ja, ich mache jetzt mal hier so ein Ping, also Netzwerkpaket, was von links nach rechts geschickt wird, von dem blauen zum
ja, zu einem Galaxy-Rechner, zum Arthur Dent auf der rechten Seite und von rechts nach links geht auch. Ja, also die beiden können miteinander reden im lokalen Netz. Und jetzt schauen wir mal, ob der Rechner rechts auch ins Internet kommt. Der geht auf eine Webseite und jupp, kommt ins Internet. Alles gut. So, und jetzt bringen wir den Rechner rechts mal in einen nicht sicheren Zustand, indem wir so eine klassische Phishing-Mail öffnen. Das hier ist im Outlook und da kam, ist eine Mail angeblich von Microsoft. Genau. Da ist ich habe hier so ein Word-Dokument mit Homeoffice-Sicherheitsmaßnahmen. Ist ja wichtig. Und jetzt steht da irgendwas drin, ist eine alte Version gemacht, muss auf Bearbeitung klicken und muss auf Inhalt klicken, um es zu lesen. Das ist natürlich ein Trick, ja, aber klassischer Phishing-Trick, der immer wieder funktioniert. Ich klicke hier auf die Makros und jetzt wird eine Ransomware nachgeladen und ausgeführt. Und jetzt mache ich Pause, weil das zu schnell ist. Ich sehe hier rechts unten, dass eine Ransomware blockiert wurde von der lokalen Endpoint-Schutz. Der hat also die bösartige Verschlüsselung erkannt. Der hat gepetzt, die Firewall hat mitbekommen, da ist ein Rechner gefährdet. Und dann hat die Firewall das Info verteilt an den Rechner links. Und der sagt hier, okay, mit dem rede ich nicht mehr, weil er unsicher sein könnte. Und der Ping zwischen den beiden Rechnern bricht ab. Das war alles in nur einer Sekunde ungefähr. Überleg mal, wenn ich das abends oder am Wochenende gemacht hätte, hätte ich länger gebraucht als Admin. So, was ist noch passiert? Die Firewall hat mitbekommen, der Rechner ist gefährdet. Da kann ich jetzt mal auf der Firewall schauen, welcher Rechner ist das denn, welcher User. Dann sehe ich, das ist der Rechner Win10 Arthur-D und da ist der User Arthur. Vor 15 Sekunden hat er den Rechner in einen schlechten Zustand gebracht. So, und was hat das noch gemacht, außer dass die Pings zwischen den beiden Rechnern lokal abbrechen? Der darf jetzt auch nicht mehr ins Internet. Ja, wenn ich hier auf Heise zugreifen will, dann sagt mir die Firewall, Internetzugriff wurde verweigert, weil der Security Heartbeat erfüllt nicht die Anforderungen. Das heißt, ohne dass ein Admin irgendwie reagieren musste, rausgebimmelt wurde, nachschauen musste, Firewall umkonfigurieren musste, haben die Systeme automatisch reagiert. Das heißt, bei einem eindeutig bösen Angriff, bei einem Exploit, bei einer Ransomware-Verschlüsselung, bei einem bösen Programm, was Deep Learning, Machine Learning erkennt, bei einem verdächtigen Skript, bei Passwortdiebstahl aus dem Speicher, bei all diesen Sachen, wenn ein Angreifer was eindeutig böse macht, dann wird er hier automatisch gestoppt. Ist schon mal diese ganze Automation eine extreme Vereinfachung von der typischen, ja, von dem, was man so früher gemacht hat, was auch ich gemacht habe im Systemhaus. Generell sind wir aber sehr häufig bei reaktivem Vorgehen. Was heißt das? Man sollte doch meinen, dass Ihr Antivirenhersteller in 35 Jahren es geschafft hat, zu unterscheiden, was ist böse und was ist gut. Erstaunlicherweise können wir das. Wir können ganz gut sehen, wenn jemand einen Exploit macht, wenn jemand eine Ransomware ausführt, die irgendwie was böse verschlüsselt, auch wenn ein Programm böse aussieht. Das können wir alles gut erkennen. Oder auch so potenziell unerwünschte Anwendungen, sowas wie ein PS-Kill, ja, ein normales Tool, was aber meistens nur für was Böses verwendet wird. Und wir erkennen, was zu Microsoft Windows gehört, ja, was eine gute Reputation hat, was gute Software ist, das kennen wir. Es gibt allerdings noch so eine Kategorie Grauzone. Und da sind so Sachen wie Systemwerkzeuge drin. Ein Ping, mit dem ich einfach nur gucke, lebt irgendwas, oder ein Telnet. Oder ein PowerShell. PowerShell ist ein gutes Tool, das braucht Microsoft Office für Updates. Aber das ist auch Hackers Liebling. Damit kann er nämlich ein Hacker sehr viel böse Sachen machen. Und das in der Praxis zu erkennen, da haben wir eine Grauzone hier. Und das ist das Problem. Eine Maschine, ein Programm, ein Antivirus auf Steroiden, ein Next-Gen-Endpoint, der kann irgendwo eine Grenze setzen. Aber wo setzt man die Grenze? Wenn ich die Grenze zu weit nach rechts setze, dann werden Systemtools wie ein PowerShell zugelassen. Wenn ich zu weit nach links setze, dann funktioniert kein Office-Update mehr. Ja? So, das ist einfach sehr schwer. Deswegen macht man heute Folgendes: Man tunt diese Next-Gen-Endpoints, wie unser Intercept X, das ist unser Produktname, klingt toll, ist auch wirklich toll. Extrem gute proaktive Schutztechnologien wie Anti-Exploit, Anti-Ransomware, Passwort-Diebstahl und so weiter. Aber für diesen Grauzonenbereich, wo Systemwerkzeuge, ein Telnet, ein Ping, ein Who am I, Who am I ist ein normales Tool, das sagt mir, wer ich bin. Ich weiß es aber normalerweise, das macht keiner ihrer normalen User. Ja? Das macht aber vielleicht ein Angreifer, wenn er sieht, oh, da hat jemand auf was draufgeklickt, wer bin ich denn jetzt? So, aber es ist nichts Böses, da steht kein Antivirus an. Das heißt, ich brauche eine Technologie, die mir an der Stelle hilft. Und das ist das, früher nannte sich das mal EDR, Endpoint Detection Response. Heute sind wir ein bisschen weiter, da nennt sich das XDR, Extended Detection Response. Und damit erfasse ich Informationen zu Verhaltens- oder zu Ereignissen auf Systemen. Also XDR bedeutet, zum einen habe ich die besten Schutztechnologien. Ja, also das ist praktisch,
Antivirus Next Gen hoch 10 in den neuesten Versionen mit allen Anti-Exploit, Anti-Ransomware und so weiter Technologien. So, das brauche ich. Aber ich brauche auch Telemetrie. Ich brauche gleich eine Webcam, eine Überwachungskamera in meinem Unternehmen. Ja? Das heißt, ich erfasse zum Beispiel die Ausführung, wer kommuniziert, was für Systemtools werden ausgeführt. Ich habe die Möglichkeit, das zu analysieren und ganz wichtig bei XDR Korrelation mit anderen Technologien. Das alte EDR, ja, was früher mal aktuell war, da habe ich nur von Endpoint und Server Endpoint Detection Response gehabt. Bei XDR nehme ich auch Netzwerkereignisse, Ereignisse in der Cloud, im E-Mail-System, im Mobile, von allen möglichen Technologien, die ich habe. Ich sammle die, ich korreliere sie, ich analysiere die. So. Und wenn ich der Meinung bin, oh, ich habe einen Angriff oder da ist eine Frühphase, da schaut sich gerade ein Angreifer um, der hat noch nichts gestohlen, der hat noch nichts verschlüsselt, aber der schaut sich gerade um, dann habe ich die Möglichkeit zu gucken, wie ist der denn reingekommen? Was hat er gemacht? Und Möglichkeiten, dass ich ihn wieder rausschmeißen kann. Also Werkzeuge, um jemanden wieder rauszuschmeißen aus dem Netzwerk. Das heißt, ich kann Aussagen treffen, bin ich gerade in einem Cyberangriff? Allein diese simple eine Antwort auf die Frage zu stellen, dafür brauche ich das. Habe ich einen Compliance-Verstoß? Sind vielleicht schon DSGVO-relevante Daten gestohlen worden? Oder Kreditkartendaten für PCI oder andere Daten? Und wie sieht es denn überhaupt mit meiner IT aus? Früher hat man gesagt, Schatten-IT. Habe ich irgendwelche Geräte, die vielleicht gar nicht geschützt sind, die trotzdem in meinem Netz kommunizieren? Habe ich vielleicht einen Reboot, der noch ansteht, weil irgendjemand geklickt hat auf später rebooten? Ja? Oder der Server? Ja, Patches sind drauf, aber nee. Wir aktivieren der Patches, machen wir erst in 3 Monaten im nächsten Wartungsfenster. Also habe ich einen Druckerscanner-Kopierer bei mir im Netzwerk, der mit Windows embedded hat, aber keinen Virenschutz drauf und der gerade ein Hort ist für einen Angreifer. Also die Aussagen kann ich mit XDR treffen. Ohne das kann ich das, bin ich blind mehr oder weniger auf diesen Augen. Wer sagt denn, dass das so ist? Naja, Sophos, weil wir wollen ja, dass sie was kaufen. Naja. Es sagen aber auch die Cyber-Risikoversicherer, weil wenn Sie heute eine Cyber-Risikoversicherung abschließen wollen, dann sagen die, im Kleingedruckten steht Stand der Technik und die Cyber-Risikoversicherer beziehen sich sehr häufig auf ein Paper von Teletrust, da ist das BSI drin, da sind Datenschutzbeauftragte, da sind Bankenverbände, da sind alle möglichen Leute, die eine Ahnung haben von Sicherheit drin und die sagen sogar noch diese alte Technologie Endpoint Detection Response. Ich brauche heute mehr als nur ein Antivirus. Stand der Technik vor 10 Jahren war Antivirus. Heute ist es Endpoint Detection bzw. Extended Detection Response. Und ich erkenne hiermit unter anderem Hackeraktivitäten und Missbrauch von administrativen Werkzeugen und Tools in schädlicher Absicht. Problem, wenn ich das nicht habe, dann sagt der Cyber-Risikoversicherer, ja Moment, du hast das im Kleingedruckten unterschrieben, als wir es abgeschlossen haben. Ich zahle nicht, auch wenn du einen Vorfall hast. Oder die sagen, nee, du kriegst gar keine Cyber-Risiko-Police, wenn du nicht einen Stand der Technik einsetzt. Ja? Also die sagen schon, man muss das machen. Die Automobilhersteller, die hat die Geschäftspartner, also VW hat keine Lust, dass die Bänder stehen, weil irgendein Zulieferer gerade gehackt wurde, weil er seine IT nicht ordentlich aufgestellt hat. Die sagen auch, hey, sichere mir zu, dass du einen Stand der Technik einsetzt. DSGVO, da ist das eben drin, die sagen, personenbezogene Daten am Stand der Technik schützen und die anderen Compliance-Anforderungen ebenfalls. Und wenn mal ein Vorfall ist, sagt genau jeder, Mist, hätte ich es schon gehabt. Das ist wie, es war ein Einbruch und dann sage ich, oh, hätte ich vielleicht die Überwachungskamera vorher aufgestellt. Wenn ich sie später aufstelle, kann ich nichts mehr machen. Das war's dann. Und auch unser Rapid Response Team, das ist praktisch die schnelle Eingreiftruppe, wenn ein Kunde sagt, oder nein, wenn ein Neukunde sagt, ich habe hier irgendwas, ist komisch, ich glaube, es sind Daten weg, kommt doch mal, Sophos, helft mir. Unser Team nutzt diese Technologie, um möglichst schnell Informationen zu sammeln, was ist auf den Systemen drauf und auch zu reagieren, um den Angreifer im Zweifelsfall rauszuschmeißen. Also wir nutzen das selbst in unseren Emergency Response Teams. So. Was ist denn der Unterschied von dem, was in vielen Endpoints drin ist? Also Sophos, euer Intercept X, der hat doch so eine Ursachenanalyse. Da kann ich doch so einen tollen Graphen sehen, was ist da passiert? Ja, ich kann hier sehen, eine Ransomware ist gestartet worden, da ist irgendwie ein PowerShell dabei gewesen, da war ein WinWord, da war so ein Word-Dokument, da war ein Outlook. Das kann ich sehen, wenn die Ransomware hier angeschlagen hat und eine Erkennungstechnologie angeschlagen hat. Das heißt, ich habe praktisch
eine reaktive Ursachenanalyse. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann ich sehen, auf welchem Weg es zum Brunnen gegangen ist, so ungefähr. XDA geht in die andere Richtung. Das heißt, wenn hier, das ist, wenn ein Angriff im Entstehen ist, also sprich, da wurde ein PowerShell von Winword gestartet. Eigentlich haben wir Schutz dagegen, dass das nicht passiert. Ich habe das hier ein bisschen gefaked, deswegen habe ich diesen Schutz ausgeschaltet. Aber wenn irgendwie sich was gerade dabei ausbreitet, dann kann ich mit XDA die frühen Phasen erkennen, noch bevor jemand angefangen hat zu verschlüsseln. Weil hier habe ich es erkannt, da ist schon eine Verschlüsselung passiert. Wurde gestoppt, zurückgelaufen, aber trotzdem. XDA kann ich proaktiv schon schauen oder verhindern, dass überhaupt was Schlimmeres passiert. Wenn man sich mal anschaut, was bei mir Ende des Jahres in meinem Briefkasten liegt oder Anfang des Jahres, ja, da sind irgendwelche Geräte, die mir zeigen, wie ich weniger voluminös werde, ja, also wie ich wieder besser in Form komme. Neujahrsvorsätze kennen wir, glaube ich, alle, aber zumindest alle mal irgendwann gehabt und dann schnell wieder fallen gelassen, ja, so. Wenn man sich dann so einen Crosstrainer kauft und ins Wohnzimmer stellt, dann hat das Ding einen blöden Effekt. Wenn man sich nicht draufstellt, dann wird das Ding ruckzuck zum Kleiderständer. Was hat das mit Security zu tun? Security ist heute genau dasselbe. Wenn ich mich nicht auf dieses Ding draufstelle und ein paar Mal die Woche eine Stunde lang richtig schwitze, dann nehme ich nicht ab. Ja, also einen Crosstrainer zu kaufen, hilft mir nicht für die Kondition und für die Figur. Ich muss ihn aktiv betreiben. Und genau dasselbe passiert heute in der Security. Früher, damals, vor 5 Jahren, hat es gereicht, wenn ich ein Antivirus gekauft habe. Heute muss ich mich aktiv hinstellen und muss, so schwer es mir fällt, oder ich muss mich hinstellen und 24/7 Security betreiben. Das heißt, wir haben hier einen Wechsel von Security Management, was wir die letzten 20, 25 Jahre gemacht haben, zu Security Operations. Ich muss Security aktiv betreiben. Ich muss gucken, ob ein Angreifer gerade dabei ist, sich bei mir im Netzwerk umzuschauen. Noch bevor er was gemacht hat, was ein rotes Lämpchen anschlagen lässt. Der Endpoint, der lässt ein rotes Lämpchen anschlagen in dem Moment, in dem er verschlüsselt, indem er einen Exploit macht. Dann ist es aber möglicherweise schon zu spät. Dann sind die Daten vielleicht schon geklaut und er kann mich erpressen. Ja? Und erst, wenn er danach als allerletzten Schritt die Ransomware ausführt, Ransomware ist heute der letzte Schritt, nicht der erste Schritt wie vor 5 Jahren, Ransomware ist der letzte Schritt, erst dann schlägt er an. Das bringt mir dann auch nichts mehr. Das heißt, ich muss rund um die Uhr schauen, dass ich Ereignisse von möglichst allen Technologien, was immer ich im Einsatz habe, das ist übrigens so eine Art Lego-Prinzip. Das heißt, ich muss natürlich leider, Sie müssen nicht alles von Sophos haben, damit Sie das nutzen können. Sie müssen aber wenn Sie für XDA einfach, je mehr Technologien Sie von Sophos im Einsatz haben, desto größer ist die Menge an Daten, die hier reinfließen und die dann eine KI, ja, oder auch ein Mensch analysieren kann. Ja, also Lego, je mehr Bausteine, desto einfacher vom Management und desto sicherer, desto bessere Erkennung, desto bessere Sichtbarkeit und desto besser kann ich auch natürlich konzertiert reagieren. Apropos reagieren, man sollte sich Gedanken machen, wer das heute tut, weil wenn ich mal überlege, die teuerste Ressource in der Security ist nicht die Firewall oder der Endpoint, das ist der Mensch. Schauen wir uns mal an, was ein Mensch heute machen muss oder sollte, wenn er diese XDA-Werkzeuge bedient. Also, XDA ist ein Werkzeug. Das ist nicht das Allheilmittel. Das ist etwas, damit kann ich was erkennen. Und hier ist es so, diese Erkennungen, das ist etwas, wo die Sophos KI sagt, wenn ich du wäre, würde ich mal hier drauf schauen. Ja, hier sind so Sachen wie GP Result. Da hat irgendeiner der GP Result ist ein Programm, ein Windows-Programm, das zeigt mir an, was für Gruppenrichtlinien habe ich in der Windows-Domäne. Ist nichts Schlimmes. Aber welcher Ihrer User macht das? Der weiß doch, was er darf. Ja? Das macht ein Angreifer, um sich umzuschauen. Oder was haben wir hier unten? Telnet. Ja? Aber auch ein Telnet. Ein reguläres Tool. Das ist dieses schwarze Fenster, das die Älteren werden sich erinnern. Ja? Damit kann ich eine Terminal-Verbindung aufbauen. Ist ein reguläres Tool, aber welcher Ihrer User macht das? Und unsere KI hat das hier so ein bisschen nach Risikogruppen gestaffelt. 10 ist schon ziemlich wahrscheinlich was Böses. Und ein Administrator, der dieses Werkzeug XDA bedient, kann jetzt zum Beispiel mal gucken, der hat mir eine schwere 8 vorgegeben, hat er irgendwas gesagt, dass der PowerShell irgendwas runtergeladen hat. Und dann kann man sich das anschauen. Ich kann jetzt hier gucken, PowerShell hat von irgendwas runtergeladen, was ausgeführt. Was sind das? Keine Ahnung.
dann kann ich mal hier mir diesen Graph anzeigen lassen. Ja, also ich kann hier praktisch jetzt mal so einen Bedrohungsgraph erzeugen und dann, oder ich kann abfragen, was hat denn dieser PowerShell-Prozess noch alles gemacht? Was hat er im Netzwerk gemacht? Was hat er im Dateisystem gemacht? Ich kann praktisch jetzt, wenn ich einen schwarzen Gürtel in Threat Hunting habe, kann ich praktisch jetzt hier suchen, was ist da passiert. Dieses PowerShell hat danach noch irgend so ein komisches Tool gestartet. Das PowerShell kam über so ein Splunkd, ja, wieder von einem PowerShell, von einem WinWord und so weiter und so fort. Also, wenn ich das Know-how habe, wie ich hier Threat Hunting mache, kann ich mich jetzt hier austoben. Das Problem ist, wer kann das? Und wer kann das vor allem 24 mal 7? Das ist so was Blödes, ja. Die Angreifer wissen auch, dass viele Unternehmen nicht rund um die Uhr das machen. Dieser Kaseya-Angriff letztes Jahr, wo ein paar tausend Unternehmen betroffen waren, weil Kaseya, so ein Unternehmen, was praktisch so eine Remote-Management-Software zur Verfügung stellt, die wurden gehackt und dann wurden diese ganzen tausend Unternehmen mit Ransomware versorgt. Und da haben die Angreifer übrigens nicht lange gewartet, die haben direkt losgejagt, weil tausend Unternehmen kann man nicht mal schön der Reihe nach in Ruhe machen. Die haben den Angriff gestartet am Freitagabend vom 4. Juli. Der 4. Juli ist der Tag, Unabhängigkeitstag der USA. Da nimmt sich sogar ein amerikanischer Admin mal ein Wochenende frei. Das heißt, die wussten, die haben ein ganzes Wochenende, um sich da auszutoben. Und deswegen die Frage, kann das die IT oder soll die sich vielleicht auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren? Deswegen an der Stelle, IT-Security eignet sich ganz fantastisch zum Outsourcen. Deswegen ist da einfach die Empfehlung, lassen Sie die Profis ran, die genau wissen, wie Angreifer heute vorgehen. Das heißt, wir bieten neben den Werkzeugen auch den Service an. Und dieser Service beinhaltet den Endpoint-Schutz. Also, ich hab den Schutz. Ich habe nicht nur eine Erkennung. Die alten IDA-Lösungen von früher, die erkennen nur, die schützen nicht. Aber das hat die besten Schutztechnologien. So, und was hat das noch? Das hat hier 24 mal 7 Angriffserkennung. Das heißt, da sind die absoluten Spezialisten, die ganz genau wissen, wie die tagesaktuellen Angriffe, als dieses Log4j rauskam, als diese Angriffe auf die Exchange-Server, Hafnium, Proxy Shell, letztes Jahr rauskamen. Was immer gerade aktuell rauskommt, die Kollegen wissen sofort, oh, das sind aktuelle Angriffe. Dann schauen wir doch mal bei allen Kunden, ob da vielleicht jemand gerade versucht, das auszunutzen. Und wenn die jemanden finden, dann sind das Minuten, bis die loslegen, das tiefer zu untersuchen und die entsprechend auch zu stoppen und die rauszuschmeißen. Und die schauen auch permanent rund um die Uhr, ob da Sicherheitslücken sind, ob da vielleicht jemand einen RDP-Server ins Internet gestellt hat, um Homeoffice mal schnell zu machen. Spoiler Alert, mal schnell ist die schlechtestmögliche Variante. Ich muss es auf eine sichere Art und Weise auch Homeoffice und Remote Working machen, trotz Corona. Ja? Oder hat jemand diese verwundbaren Java-Komponenten bei Log4j kurz vor Weihnachten? Also das BSI hat am 11.12. gesagt, da ist ein Problem mit dieser Java-Bibliothek und ganz, ganz, ganz viele hundert Anwendungen sind verwundbar. Und am selben Tag hat das Sophos-Team angefangen, bei allen Sophos-Kunden, und das sind mittlerweile über 10.000, da sind wir ganz, ganz vorne im Markt übrigens bei diesem Managed Service, nachzuschauen, ob die verwundbare Versionen haben von diesen Java-Bibliotheken. Und im letzten Frühjahr von Exchange-Servern haben die verwundbare Exchange-Server und hat da schon jemand angefangen, sich auszubreiten. Also die machen das sofort, wenn sie wissen, da ist irgendwas und stoppen das Ganze natürlich auch. Die sagen ihnen übrigens auch, wenn Sie ein Kuckucksei-Nest haben, da sind ungeschützte Systeme bei Ihnen im internen Netz, vielleicht mal raus damit, in ein eigenes Segment rein. Ja? Und wenn Sie mehrere Technologien außer den Endpoints und Servern von Sophos haben, zum Beispiel Sophos Firewall, die Sie übrigens auch als reinen Netzwerksensor bekommen, ja, Cloud, Mobile, E-Mail, dann nutzen Sie die Informationen auch, um zu erkennen, ob ein Angreifer unterwegs ist. Und das ist übrigens ein All-Inclusive, ein All-You-Can-Hack sozusagen oder ein All-You-Can-Protect. Das heißt, egal wie oft Sie anrufen, eher oft wie unsere Kollegen, was bei Ihnen finden, wie lange die dafür brauchen, wie kurz sie dafür brauchen, alle Reports und so weiter, sind da in einer festen Pauschale drin, inklusive der Reaktion. Ja? Also die sagen Ihnen nicht nur Bescheid, da ist was, sondern da ist auch dabei, dass wenn Sie sagen, Montags bis Freitags 9 bis 17 Uhr, ruft ruhig mal an, danach macht das bitte von selbst, sagen wir okay. Und wenn Sie sagen, ich habe eigentlich nicht so wirklich die Ahnung davon, macht das bitte rund um die Uhr und stoppt automatisch, dann sagen die auch, okay, machen wir. Das heißt, da ist ein rundum sorglos Service, dass die Geschäftsführung und IT-Leitung wieder schlafen kann. Und ein Suchbild,
Ich habe hier auch wieder Erkennungen wie vorhin. Was ist der Unterschied? Das ist nämlich jetzt ein Account, da ist Managed Threat Response aktiv, MTA. Das ist es. Diese Erkennungen dienen Ihnen nur zur Information. Unser MTA-Team wird Sie kontaktieren, falls Sie irgendwas machen müssen. Das heißt, Admin, lehn dich zurück, trink einen Cappuccino, geh ins Wochenende, Urlaub, du darfst sogar mal krank sein. Wir kümmern uns drum und wenn wir irgendwas feststellen, schmeißen wir die Angreifer auch automatisch raus. Gerade jetzt, wir erinnern uns, da ist doch gerade irgendwas am Laufen, an dem Abend, wo Russland die Ukraine überfallen hat, hat unser Team an alle Sophos-Kunden rausgegeben, wir schauen uns aktiv an, ob da irgendwas im Zusammenhang mit diesem Konflikt bei Ihnen im Netzwerk zu finden ist. Weil das ist ähnlich wie 2017 mit NotPetya, die Eltern werden sich erinnern, da hat dann auch ein Angriff auf Unternehmen, die mit der Ukraine Konflikt Geschäft machen. Und da wurde ein Wiper, das war keine Ransomware, die was die verschlüsseln und erpressen sollte, sondern da ging es einfach nur darum, Schaden anzurichten. Hat ungefähr 10 Milliarden Schaden angerichtet, unter anderem auch bei deutschen Werften, die mit der Ukraine Geschäfte gemacht haben. Und genau solche Kollateralschäden bei Angriffen, die alle Arten von Unternehmen jetzt treffen, sehen wir wieder. Das hat man sogar kurz vor diesem Einmarsch gesehen. Damals hat es noch keiner in Zusammenhang gebracht, dass Russland da einen Überfall vorbereitet. Also sprich, Sie können sich zurücklehnen. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Netzwerk sicher ist vor allen Arten von Angriffen. Und Sie können sich aber aussuchen. Wenn Sie sagen, was der Veit da gerade alles erzählt hat, das ist ja alles neumodischer Kram, brauche ich nicht. Ja? Mir reicht es, wenn ein Virus erkannt wird oder eine Ransomware oder Exploit, dann kaufe ich nur so einen Kram hier. So. Wenn Sie sagen, Stand der Technik und auch vor allem meine Daten sind mir schon ein bisschen was lieb und wert, dann nehme ich XDA. Aber ich habe so viele Leute in der IT, die so viel Ahnung haben und eh nicht wissen, was sie zu tun haben rund um die Uhr, dann mache ich das doch selbst. Oder ich gebe das meinem Systemhaus. Ja, die machen das für mich. Wenn Sie sagen, mir wäre es dann schon lieber, wenn jemand in einem Team von über 200 Threat Huntern, Analysten und Incident Respondern plus nochmal 500, 600 Mann, die in den Sophos Labs sind und die so Angriffsmuster erkennen und Gegenmaßnahmen entwickeln. Also wenn ich lieber diese knapp 1000 Leutchen daran ziehe, dass sie mich schützen, hey, dann nehme ich das Ganze von Sophos. Sie können sich's aussuchen. Nochmal zusammengefasst. Next-Gen-Schutz, Antivirus auf Steroiden, bester Schutz heutzutage, brauche ich. Ich brauche meinen Ransomware-Kern und meinen Exploit-Schutz. Das ist Basis, 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 Basisschutz heute. Ich brauche aber auch als Stand der Technik XDA. Führt leider kein Weg dran vorbei, wenn ich nicht mit einem Bein in der Compliance-Strafe oder was weiß ich, beim Ende meines Unternehmens sind, weil nämlich die Daten alle gestohlen wurden, inklusive Entwicklungsdaten und Projektdaten. So, von Sophos, deswegen bin ich hier, bekommen Sie ein Ökosystem, Sie bekommen die XDA-Werkzeuge, ja, für alles. Und Sie machen sich jetzt Gedanken, wer die 24x7 aktiv bedienen kann, diese Werkzeuge. Das können Sie selbst machen, Ihr Systemhaus oder das können die ja, Sophos-Spezialisten machen. Da können Sie sich jetzt die Gedanken drüber machen oder andere Spezialisten. Es gibt auch andere. Wir haben halt ein extrem großes Team und auch, sagen wir mal, mit die größte Kundenbasis weltweit von Kunden, die wir überwachen. Das heißt, Sie können sogar die Schwarmintelligenz nutzen. Was wir bei anderen Kunden sehen, können wir natürlich auch bei Ihnen schauen, ob da sowas passiert. Jo, das war jetzt ein kleiner, dezenter, zarter Hinweis drauf, was man so machen sollte heutzutage. Habe noch ein paar Informationen zusammengestellt, wie Sie weitere Informationen bekommen. Sie bekommen natürlich auch den ganzen Vortrag als PDF. Jo, das war jetzt so mal ein kleiner Überblick über das Thema, so wie wir das sehen. Wow, kleines Gut, ich fand schon ganz schön viel. Mein kleines persönliches Highlight war das All-You-Can-Hack-Aspekt. Da musste ich einfach speziell aufhorchen, das hat mir sehr gut gefallen. Finde ich auch beeindruckend, was ihr da für eine Service-Komponente inzwischen aufgestellt habt. Das wird ja auch nicht seit gestern sein, sagen wir mal so. Und also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr entgegenkommt, dass alle ruhig schlafen können, die sonst irgendwie den Kopf hinhalten müssten. Wir haben, soweit ich das weiß, liebe Regie, schmeißt das doch mal an der Stelle an, noch ein paar vertiefende Fragen, auf die wir an der Stelle auch gerne noch einmal eingehen möchten. Vielleicht einmal kurz die Bitte, die möglichst präzise und prägnant vielleicht einmal zu
beantworten, aber dadurch auch kurz, wenn es geht. Reicht es zur Bedienung von XDR nicht aus, wenn ich meine Admins auf Schulung zu Ihnen schicke? Ich habe schon eine Idee auf die Antwort, aber. Ja, es ist im Prinzip so ein Threat Hunting-Kurs in einer Woche. Wir haben auch Threat Hunting Academy. Wir haben da Webinar-Serien für so gängige Sachen, die man untersucht. Aber ich vergleiche es mal so ein bisschen mit, also ich habe mal früher Zivildienst geleistet. Und da bin ich auch beim Roten Kreuz für 2 oder 3 Wochen auf so einen Kurs geschickt worden, wie ich erkenne, ob jemand einen Herzinfarkt hat, wie ich einen Druckverband anlege, wie ich auch irgendwie jemanden intubiere. So. Trotzdem würde ich mir nicht zutrauen, Notfallmediziner zu sein. Also ich bin nicht der Notarzt, der wirklich erkennt, was da los ist. Ich kann keine Not-OPs oder sowas irgendwie machen. Das heißt, ich sage mir, ich beschäftige mich schon ein bisschen mit dem Kram und ich würde mich als Amateur bezeichnen und ich würde mir nicht zutrauen, ein Unternehmen sicher zu schützen davor. Selbst wenn ich ein paar Webinare mir angeschaut habe oder auch gehalten habe oder weiß, mit was, wir liefern Ihnen das Werkzeug, diese XDR. Gibt es Fragen, Abfragen, mit denen ich im Data Lake schauen kann, ist dann Angreifer unterwegs. Aber unsere Kollegen, die wirklich die ganz aktuellen Bedrohungen da sehen, die auch wissen, wir haben, glaube ich, im Monat 70 kritische Sicherheitslücken, die durchschnittlich bei Microsoft Patch Tuesday allein behoben werden, ob da irgendeiner wirklich unterwegs ist und mir dann zuzutrauen und Unternehmen wirklich zu schützen, ich würde es nicht und die allermeiste IT wird wahrscheinlich aber sagen, die haben genug zu tun mit ihrem eigenen Tagesgeschäft und eigentlich wollen die auch gerne mal nach Hause gehen. Also innerhalb von 5 Minuten zu reagieren, wenn da eine Bedrohung ist, wenn ein rotes Lämpchen angeht, würde ich mir nicht zutrauen. Und das ist etwas, was die, um sicher zu sein oder um eine gute Chance zu haben, dass ich einen Angreifer erkenne, reicht das nicht aus. Also tatsächlich sollte man sowas in die Hände von Profis legen. Weiter im Bild. Managed Service bei, also muss ich bei euch anrufen, wenn ich angegriffen werde? Ich gehe mal davon aus, muss ich nicht. Das System merkt das selbst. Sowohl als auch. Also sprich, es kann sein, der Kunde sagt, oh, da kam gerade einer aus dem Homeoffice zurück und seitdem ist mein Netzwerk ein bisschen komisch. Ich glaube, da ist was. Dann schauen die Kollegen, also dann rufen sie an bei den Kollegen und dann schauen die, aber gleichzeitig schauen die permanent im Hintergrund, ob da verdächtige Fehlermeldungen sind. Ob einer, der sich sonst nur montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr am Rechner anmeldet, auf einmal 10-mal eine Fehlanmeldung samstagnachts hat und danach eine erfolgreiche Anmeldung. Ja, sowas. Oder ich habe hier eine Microsoft-Sicherheitslücke, für die gibt es noch keinen Patch für gegen diese Exchange-Sachen. Dann schauen wir doch mal, ob da jemand schon so Webshells platziert hat, also das Ganze ausgenutzt hat und danach von dem Exchange-Server aus was Komisches passiert ist. Also sowohl als auch, die Kollegen machen das selbsttätig, aber man kann auch anrufen, wenn man meint, da ist irgendwas Komisches. Meine blöde Frage aus der Perspektive eines Vaters, der zwei kleine Kinder hat und man kennt das auf viel kleinerer Skala. Kind hat Handy in der Hand, gibt 20 Mal den falschen Bildentsperrpin ein und das Handy ist gesperrt. Sagen wir mal, hat Zugriff zum Rechner. Dummerweise ist der Arbeitsrechner an. Kind hackt auf der Tastatur rum. Unterscheidet das System irgendwie diese ja auch falschen Einwahlversuche oder wird da nicht unterschieden? Weil ich sage jetzt mal, das ist ja keine Gefahr, die dann irgendwie stattfindet oder Also real ich weiß, ist. dass an einem Montag, wenn das Wochenende mal wieder hart war, dann gibt man öfters mal ein falsches Kennwort ein, so um sich wieder anzumelden. Also wenn danach kein erfolgreicher Anmeldeversuch ist, also wenn das Kind da 10-mal draufdrückt, irgendwann wird die Zeit ja auch länger, also irgendwann hat es wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Ich meine, die sehen natürlich, das ist eine Fernanmeldung, so aus einem Netzwerkbereich, wo der User sonst normalerweise nicht herkommt und der versucht sich von Remote einzuloggen und hat dann 10 Fehlversuche. Das wird das Kind wahrscheinlich nicht machen. Das wird nach dem 5. Mal aufhören und sagen, an dem Rechner passiert nichts mehr. Und er wird auch nicht gleich erfolgreich gewesen sein. Ja, es sei denn, das Post-it, was wir gehört haben im vorigen Vortrag, liegt noch neben der Tastatur. Aber auch dann wird das kleine Kind das nicht unbedingt eingehen. Also es wird natürlich immer der Kontext betrachtet, was ist vorher passiert, was passiert nachher. Dann wird genau geschaut, wenn man sieht, okay, der hat wirklich schlaflose Nächte gehabt oder der hat einen Super Bowl geschaut und danach hat er gedacht, er arbeitet noch ein bisschen was, ist ja alles gut gewesen offenbar. Ja, also so Anomalien werden erkannt, aber die werden dann untersucht und sind nicht per se was Böses. Das beruhigt mich. So, jetzt hast du ja schon viel von eurer, ich nenne es mal Suite, gezeigt. Muss ich alles haben, damit ich geschützt bin? Wahrscheinlich Use Case abhängig. Also,
alles von Sophos nehmen, ist die Aufforderung jetzt? Nein, also Scherz, es ist ein Lego-System. Das heißt, es macht Sinn, so Kernkomponenten Endpoint, ja, mit allem, da habe ich immer noch die größte Menge an Telemetrie und Möglichkeiten zu erkennen, ob ein Angreifer unterwegs ist. Nächstes ist dann zum Beispiel Firewall, weil im Netzwerk sehe ich dann, ob Geräte kommunizieren, auf denen gar kein Sophos-Schutz drauf ist. Da ist irgendein Gerät im Netzwerk, Schatten-IT, ja, der Druckerscanner, Kopierer mit Windows Embedded, wo sich ein Angreifer sehr gut einnisten kann, weil da nichts, weil da kein Schutz drauf ist. Dann möchte ich aber auch, wenn ich E-Mail Einblick habe oder in die Cloud, da sehe ich dann, ob irgendjemand ein Kryptominer für das Schürfen von irgendeiner Kryptowährung hat er 100 Server gestartet, auf meine Kosten bei AWS oder bei Azure, ja, und da bekomme ich Anomalieerkennung dahin, um das sowas zu erkennen. Also je mehr Komponenten ich von Sophos habe, desto größer ist das Sichtbarkeitsbild, desto einfacher ist auch das Management, aber es ist nicht Voraussetzung, alles zu haben. Viele Kunden machen es in der Praxis so, die haben jetzt einen Endpoint, den ersetzen sie durch Sophos. So, wenn die Firewall aus der Wartung läuft von dem jetzigen Hersteller, ersetzen sie durch die von Sophos. Bei Mobile-Verwaltung genau dasselbe, ja. Jetzt nutzen die X, ach, das Ding läuft irgendwie nächstes Jahr aus, dann ersetze ich es durch Sophos. Und je mehr Lego-Bausteine ich habe, desto größer ist das Bild, desto einfacher Management, desto bessere Reaktion, konzertiert und so weiter. Um mal abschließend sozusagen, damit wir auch gleich zum nächsten Vortrag kommen, was heißt denn das von meiner eigenen Stärke für meine IT-Abteilung? Nehmen wir mal an, ich habe das gesamte Portfolio. Wie viele Leute brauche ich denn selber dann dafür? Also, wir versuchen das Ganze so einfach wie möglich verwaltbar zu machen. Also der größte, also die Verwaltung, keine Ahnung, ich provisioniere einen neuen Client, ja, oder ich stelle die Richtlinien ein. Das ist mit sehr wenig Aufwand. Aber dieses ganze Thema halt kontinuierliche Überwachung von der Security, das ist das, was tatsächlich viele Ressourcen bindet, wenn ich es mit meinem eigenen SOC mache. Also große Kunden haben ihr eigenes Security Operations Center, die haben Security-Spezialisten. Ich brauche für 24 mal 7 Betrieb irgendwas zwischen 5 und 8 Mann. Und das ist dann nur eine Aufgabe. Das ist dann der Analyst. Ich brauche auch Threat Hunter, ich brauche Incident Responder. Ich brauche im Prinzip ein Team von verschiedenen Rollen mal 5 in einem eigenen SOC. Das kann keine IT kleiner einem Diner leisten normalerweise. Deswegen ist dieses kontinuierliche Threat Hunting ein perfektes Ding zum Outsourcen. Weil im Endeffekt kaufe ich mir mit diesem Service fachkundiges Personal rund um die Uhr. Also die IT soll sich heutzutage eigentlich lieber auf ihre Kernkompetenz, dass die IT, die mit den Geschäftsprozessen zu tun hat, am Laufen hält. Und die IT-Security, die ist so spezialisiert und so viel Spezialwissen ist da heute notwendig, dass ich das am besten outsource. Das ist am einfachsten und auch am kostengünstigsten für die Unternehmen. Das klingt erstmal soweit sehr nachvollziehbar und auch ja, gutes Service. Nach wie vor sind wir wieder beim Stichwort, was eingangs hier irgendwie kurz, womit wir das Q&A eröffnet haben. So, da haltet ihr sehr viel Struktur vor, das schon sehr entgegenkommt. Super. Dann würde ich sagen, lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Vielen Dank. Dann viel Erfolg Dann heute noch. tschüss. Bestes alles. Danke, ebenfalls. Tschüss, tschüss. Tschüss. So, machen wir weiter. Wen haben wir jetzt? Baronis ist jetzt dran. Frank, kommst du zu Hallöchen. mir? Da bin ich doch schon. Da ist er. Marilyn Monroe hast du uns auch mitgebracht. Sehr charmant. Danke für deine Geduld hier. Ich hatte ja anfangs auch gelobt, wir wollen nicht so sehr auf Wetten, dass machen, aber irgendwie sind wir jetzt doch wieder leichter Verzug. Danke, dass du uns noch erhalten geblieben bist. Gerne. Und wir jetzt gleich deinen Ausführungen lauschen dürfen. Dürfen noch mal eine kurze Frage vorab, beziehungsweise kurzer Punkt an die Regie. Übertrag doch schon mal kurz die Rechte, bitte. Und du hast neben deiner, ich meine, du bist auch wie sämtliche Redner hier heute schon lange im Bereich IT-Sicherheit, IT-Security unterwegs. Du hast aber, wie ich auch glaube, erfahren zu haben, auch schon lange eine ehrenamtliche Tätigkeit beim DAK, oder? Ist die Karriere ähnlich lang? Ja, Ist die immer was ist ganz tatsächlich noch anderes? länger. Also der Michael hatte ja gerade auch schon von seiner Wehrersatzdienst erzählt. Ich hatte mich damals auch dazu entschieden, eben genau das zu tun. Allerdings über 8 Jahre. Das war damals so eine Alternative, dass man halt weiterarbeiten kann und nur am Wochenende etwas tut. Und aus den 8 Jahren sind dann, glaube ich, 15 geworden. Aber jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr dort aktiv.
weil, naja, kleiner Sohn und viel auch beruflich immer zu tun. Und insofern war dann halt die Entscheidung irgendwann mal zu sagen, okay, das ist es dann nicht mehr am Wochenende. Die Zeit verbringen wir dann lieber mit dem Sohnemann. Ja, ich dachte mir schon, das ist irgendwie, also losgelöst sozusagen von der Kinderthematik, wo ich auch ein Lied von singen kann, aber dass man irgendwie zu der ganzen online stattfindenden Welt im Alltag, dass man nochmal so einen Offline-Ausgleich braucht, finde ich auch sehr spannend. Das DRK ist sicherlich eine super, super Anlaufstelle. So ist es. super, dann würde ich mal sagen, sabbel ich nicht hier viel vor mich hin, sondern übertrag dir lieber das Wort. Du kannst viel kompetenter erzählen, was du mitgebracht hast, als ich. Insofern vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute hier bist und allen viel Freude beim Vortrag von Frank. Sehr gerne. Gebt mir noch ein Feedback, ob ihr meinen Bildschirm auch seht. Wir sehen, was wir sehen sollen. Sehr schön. Das freut mich. Perfekt. Ja, wir wollen heute über das Thema Cloud- und On-Premise-Anwendung datenzentrisch zu schützen. Wir haben heute schon viel gehört über das Thema Backup. Wir haben viel gehört über Endpoint-Sicherheit bzw. Netzwerksicherheit. Jetzt gehen wir wirklich mal auf das, ja, letztendlich auf das Thema zu, was wir halt letztendlich damit als Ziel haben, nämlich die Daten zu schützen, die Daten und Informationen zu schützen. Vorab ein paar Worte zu der Firma Varonis. Varonis wurde im Jahr 2005 gegründet. Damit beschäftigt sich Varonis genauso lange um Informationssicherheit, wie ich das in persönlich halt auch tue. Und mit unseren knapp 2000 Mitarbeitern schützen wir Stand heute knapp etwas mehr als 7000 Kunden weltweit. Wenn man mich fragt, persönlich würde ich jetzt sagen, zu viele Mitarbeiter für die Anzahl an Kunden. Aber warum das richtig und wichtig ist, gehe ich nachher ein bisschen drauf an. Aber sprechen wir über Daten. Reden wir über die Daten und Informationen, weil das sind die wirklich wichtigen Assets im Unternehmen, die halt letztendlich geschützt werden. Deswegen tun wir das alles mit der Informationssicherheit, wie es ja auch schon aus dem Namen herausgeht. Und per se, ich starte immer ganz gerne mit so einer leicht ketzerischen Frage, möchte ich die Frage in den Raum schmeißen, ist das, was wir hier sehen, sicher? Ich persönlich denke nicht, ja, weil auch wenn diese Person, die da auf dem Hochseil entlangläuft, sicherlich sehr, sehr gutes Knowledge hat, sehr, sehr gute Erfahrungen hat, das sicherlich auch nicht das erste Mal tut und wahrscheinlich auch das Equipment sehr, sehr professionell ist, muss man halt sagen, jeder kleine Fehler, den er macht, könnte sehr schmerzhaft werden. Und ich glaube, das ist das, was wir im Bereich Informationssicherheit in vielen Unternehmen sehen. Wir verlassen uns auf unsere Kompetenzen. Wir verlassen uns auf unser Equipment. Aber wenn eines dieser beiden Aspekte versagt, dann haben wir einen großen Schaden und das Problem da. Deswegen gibt es Varonis. Heutzutage muss man ganz einfach sagen, der Security-Perimeter ist sehr schwer zu definieren, weil wir reden nicht mehr ausschließlich über das Netzwerk. Wir reden nicht mehr über den Endpunkt. Wir reden heute über Cloud. Wir reden auch über Software as a Service. Wir reden über viele, viele, viele verschiedene Daten- und Informationsspeicher und Systeme, die wir alle im Blick behalten müssen. Die Daten wandern von einem System in das andere System. Teilweise gibt es Duplikate von Informationen und Daten. Und all dies muss ich im Blick behalten über die verschiedenen Systeme, über die verschiedenen Management-Tools und auch dort, wenn ein Angreifer letztendlich in mein Netzwerk gekommen ist, wirklich verstehen, wie hat er sich bewegt, wo befindet er sich überhaupt. Und letztendlich, auch das ist etwas, was der Michael Veit ja gerade auch schon gesagt hat, Endpoints sind halt Access Points mittlerweile. Wir greifen von den verschiedensten Systemen heute auf die Daten und Informationen zu. Ja, er hatte gerade gesagt, weiß ich denn überhaupt, ob auf jeden dieser Endgeräte, die darauf Zugriff haben, halt letztendlich eine Endpoint Security Suite installiert ist, dass dieses System wirklich sicher ist, dass dieses System gemanagt ist. Ja, gerade in der Pandemie wurde viel von zu Hause aus gearbeitet. Der eine oder andere wird vielleicht gesagt haben, Mensch, das Microsoft-Endgerät, das ist halt nicht mein Favorite Tool. Ich möchte mit dem Apple darauf zugreifen, ich möchte mit dem iPad darauf zugreifen, was auch immer. Ja, letztendlich verhalten sich die Endpoints heute wie Access Points, weil wir über Software as a Service und so weiter reden. Und per se muss man halt auch ganz einfach sagen, die modernen Datenspeicher,
wie zum Beispiel Microsoft Azure, wie Box, wie Jira, wie GitHub und so weiter. Es sind letztendlich Collaboration Tools. Und seien wir mal ganz ehrlich, Collaboration und Security, das ist der Nord- und der Südpol. Viel weiter kann man nicht auseinander sein. Denken wir an Microsoft Azure. Ist Ihnen bewusst, dass wenn Sie in die Microsoft Azure Cloud gehen, Sie überhaupt nicht mehr wirklich nachvollziehen können, wer hat eigentlich Zugriff auf Daten und Informationen? Ja, Sie definieren in der Azure AD die Member und die Owner für SharePoint Online. So weit, so gut. Das ist das, was Sie heute in der On-Premise-Welt ja auch schon tun. Sollte aber irgendjemand auf die Idee kommen, eine SharePoint-Site zu teilen, dann finden Sie das nicht mehr in der Azure AD Management. Sie finden das im SharePoint Online Management. Und wenn irgendjemand noch auf die Idee kommen sollte, in Teams etwas direkt zu teilen, ja, dann finden Sie erst einmal eine lokale Kopie im OneDrive des Nutzers, plus Sie müssten das OneDrive Management dafür befragen, wer Zugriff auf diese Datei oder Information hat. Das heißt, potenziell müssten Sie drei Tools befragen, um zu wissen, okay, wer hat eigentlich Zugriff auf diese Dateninformation? Ist das nutzbar? Nein, das ist nicht nutzbar. Reden wir über den Blastradius. Was ist der Blastradius? Der Blastradius, das haben wir so definiert, ist das, was ein Mitarbeiter an Tag 1 an Zugriffsrechten hat, mit der Herausgabe des Endgerätes. Sprich, unabhängig auch davon, welche Rolle er im Unternehmen einnehmen wird. Ist er an der Rezeption beschäftigt oder ist es der neue CEO? Völlig uninteressant. Statistisch gesehen hat jeder Mitarbeiter am Tag 1 Zugriff auf 17 Millionen Daten und Informationen. Ich bin zufälligerweise seit 17 Jahren in Informationssicherheit unterwegs, bei verschiedenen Unternehmen, erst beim Reseller, jetzt seit einigen Jahren bei verschiedenen Herstellern. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere keine 17 Millionen verschiedene Datensätze geöffnet. Das ist nicht notwendig. Ja, also das ist natürlich auch ein Risiko, weil, nehmen wir das Beispiel des neuen Mitarbeiters, der neue Mitarbeiter, der anfängt, dem ist gar nicht bewusst, was für Kommunikation normal ist. Der kann relativ zügig Opfer zum Beispiel einer Ransomware sein. Und der Blastradius wäre in diesem Fall 17 Millionen Datensätze werden verschlüsselt. Großes Problem. Ein Problem, was man relativ gut reduzieren kann, weil sie gar nicht so viele Zugriffe brauchen. Nun ja, und mit Software as a Service erhöht sich dieses Risiko noch viel mehr. Aber wir reden jetzt nicht mehr nur über die On-Premise-Welt, wir reden nicht mehr nur über die Cloud-Welt, sondern wir haben auch noch Software-as-a-Service-Lösungen im Einsatz mit zusätzlichen Management-Tools, mit zusätzlichen Security-Maßnahmen, die Sie alle letztendlich im Blick behalten müssen. Und die Zeiten haben sich auch geändert. Ja, von der Acronis haben wir gerade gehört, mit Hacking wird Geld verdient. Mit Hacking wird nicht nur Geld verdient. Tatsächlich gab es davor, ich glaube 5 oder 6 Jahre ist es jetzt her, von Gartner mal eine Studie, wo gesagt worden ist, weltweit wird mehr Geld mit IT-Kriminalität verdient als mit dem organisierten Drogenhandel. Ich glaube, das ist nicht besser geworden in den letzten Jahren. Und Hacking ist dementsprechend auch wesentlich leichter geworden. Im Dark Web können Sie heute komplexe APT-Angriffe als Full-Service-Dienstleistung ordern, inklusive Geld-Zurück-Garantie, wenn es nicht funktioniert. Ja, und es ist dadurch auch wesentlich einfacher geworden. Und wir sehen natürlich auch neue Herausforderungen. Der Michael Veit hatte gerade auch ein bisschen über das Thema Russland gesprochen. Ja, wir sehen tatsächlich in den letzten Wochen fast 70% weniger Phishing-E-Mails. Ich möchte jetzt mal die These in den Raum werfen, die haben keinen Urlaub gemacht. Ja, also da passiert irgendetwas da draußen. Wir müssen uns also auch darauf einstellen, dass halt komplexere Angriffe kommen, weil letztendlich hier neue Ressourcen halt geschaffen worden sind. Zusätzlich muss man halt sagen, in der Cloud oder auch Software as a Service sind viele Sicherheitsmaßnahmen, die Sie in der On-Premise-Welt gewohnt sind und auch schon seit Jahren nutzen, nicht aktiv beziehungsweise werden nicht adäquat überwacht beziehungsweise administriert.
Das sind alles Themen, die man da betrachten muss. Hacking ist kinderleicht. Das Bild übrigens, das ist mein Sohn, der halt auch in der Pandemie nicht das Hacken gelernt hat, aber zumindest das iPad für sich entdeckt hat und das ehrlich gesagt schon besser bedienen kann als der Papa. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie kritische Daten besitzen, dann wird es auch jemanden geben, der sie haben möchte. Und per se muss man halt einfach sagen, es gibt sehr, sehr viele Vektoren, über die ein potenzieller Angreifer letztendlich in Ihr Unternehmen oder auf Ihre Daten und Informationen zugreifen kann. Sei es über die Endpoints, sei es über das Gateway, sei es auch die Active Directory, die überwacht werden muss, seien es die verschiedenen Cloud-Systeme oder Software-as-a-Service-Systeme, die Sie letztendlich im Einsatz haben. Und all diese Systeme reden wieder untereinander. Das heißt, ein erfolgreicher Angriff auf einen Vektor reicht, um letztendlich dann halt auch über Lateral Movement sich im Netzwerk auszubreiten. Alles, was es braucht, ist ein Vektor, wo Sie erfolgreich angreifen. Nun ja, aber was macht Varonis eigentlich, um Ihre Daten und Informationen zu schützen? Zuerst einmal möchte Varonis bei Ihnen im Unternehmen den Blastradius reduzieren. Das heißt, wir möchten verstehen, welche Berechtigung gibt es eigentlich bei Ihnen, wer hat Zugriff auf welche Daten und Informationen und benötigt er überhaupt diesen Zugriff? Ja? Wenn wir das verstehen, können wir das selbstverständlich dann auch reduzieren, sprich, dass sozusagen dieses Need-to-Know-Prinzip umsetzen oder Zero Trust, ja, nur die Zugriffe zuzulassen, die letztendlich auch benötigt werden für die tagtägliche Arbeit. Und zusätzlich wollen wir natürlich auf die Daten und Informationen schauen. Was passiert mit diesen Daten und Informationen? Michael Veit hat gerade gesagt, Mensch, es gibt also eine Grauzone an Tools und Prozessen in Unternehmen, die halt schwer als Angriff zu deuten sind, beziehungsweise halt auch im Unternehmen benötigt werden, wie zum Beispiel PowerShell. Ja? PowerShell ist per se erstmal etwas Gutes, wird aber halt auch von der bösen Seite der Macht genutzt. Wir von Varonis schauen quasi mit dem Auge von Mordor auf die Daten und Informationen. Und wenn dort irgendetwas Ungewöhnliches passiert, sind wir in der Lage, das letztendlich zu erkennen. Und das Ganze agentless. Ja? Deswegen ist es halt auch für einen potenziellen Angreifer schwierig, letztendlich festzustellen, hier ist Varonis im Einsatz, um das zu umgehen. Die wichtigste Slide, die Sie heute sehen werden. In der Mitte sehen Sie diesen roten Punkt mit dem Varonis-Logo. Das sollen Ihre Daten und Informationen darstellen. Und wir versuchen, alles, was rund um diese Daten und Informationen passiert, zu verstehen und letztendlich zu nutzen, um verschiedene Fragen in Ihrem Unternehmen zu beantworten. Dafür holen wir uns Metadaten und Informationen aus den verschiedenen Storage-Töpfen und aus der unterstützenden Infrastruktur. Das heißt, egal ob wir über On-Premise, über die Cloud reden oder über Software-as-a-Service reden, also sprich Salesforce, Google, AWS, Microsoft Azure, Box, On-Premise Microsoft, Slack, Zoom, whatever. Wir holen uns die Informationen zu den Benutzern und Gruppen und zu den vorhandenen Berechtigungen, die dort vergeben sind, und loggen revisionssicher die Zugriffsaktivitäten, die letztendlich passieren. Das Ganze reichern wir an mit Telemetriedaten aus Authentifizierungssystemen oder auch im Perimeter. Wenn ich über Perimeter rede, dann rede ich zum Beispiel über VPN, DNS, Proxy, aber halt auch Ihre Active Directory, ja, weil auch dort gibt es sehr, sehr viele wichtige Informationen, zum Beispiel, welche Accounts gibt es, wo haben wir vielleicht eine schlechte Passwort-Policy, wurde ja gerade auch schon gesagt, Passwort vielleicht daneben zu legen, wo wird das Passwort lange nicht mehr gewechselt.
So sind wir auch in der Lage, in der AD zum Beispiel die Möglichkeiten einer sozusagen Golden Ticket Attacke zu evaluieren und ihnen letztendlich zu melden, dass so etwas möglich ist oder eben nicht möglich ist. Wenn wir all diese Informationen haben, reichern wir das noch an mit einer Inhaltsklassifizierung. Das heißt, wir durchcrawlen wirklich sämtliche Dokumente und Informationen, die Sie im Unternehmen haben und sind in der Lage, diese zu klassifizieren. Wir liefern mehr als 100 Klassifizierungsregeln out of the box mit. Dazu gehört GDPR, dazu gehört PCI DSS, aber auch Passworttabellen gehören dazu. Auch verschiedene Compliance-Anforderungen letztendlich können wir darüber schon out of the box abbilden. Wir sind aber auch in der Lage, mit Ihnen gemeinsam weitere Inhaltsklassifizierungen zu schreiben. Ja. Wenn Sie zum Beispiel Patente haben, wenn Sie Rezepte haben oder Ähnliches, dann können wir die letztendlich in Ihrem Netzwerk finden. Und wir sind auch nicht darauf beschränkt auf Office-Dokumente und zum Beispiel PDFs, sondern wir haben knapp 150 verschiedene Dateitypen, die wir durchsuchen können. Dazu gehören sogar Streams. Dazu gehören ZIP-Archive und so weiter und so fort und können diese Informationen nutzen, um letztendlich zu verstehen auch, wo liegen Ihre kritischen Informationen und Daten. Ja, weil zum Beispiel in der ISO 27001 wird ja auch gesagt, Mensch macht vorher eine Risikoklassifizierung. Ja, nur wenn ich wirklich weiß, wo meine kritischen Daten und Informationen sind, weiß ich auch, worauf ich einen besonderen Blick drauf legen soll, um letztendlich das Unternehmen abzusichern. Diese Daten oder diese Inhaltsklassifizierung nutzen wir per se erst einmal für unser eigenes Tool. Wir sind aber auch in der Lage, weil auch wir der Meinung sind, Security ist halt auch irgendwo eine Collaboration-Disziplin, diese Informationen an weitere Systeme weiterzugeben mit unserem API-First-Approach, zum Beispiel an Tagging-Tools, um halt letztendlich die Dokumente wirklich auch optisch sichtbar für den Nutzer zu klassifizieren oder auch an verschiedenste DLP-Tools, wie zum Beispiel die Microsoft Information Protection, die an der Microsoft E3 und E5 Lizenzierung enthalten sind. Wie gesagt, mit all diesen Informationen sind wir in der Lage, verschiedenste Fragestellungen, die im Unternehmen auftreten können, letztendlich zu beantworten. So haben wir zum Beispiel im Bereich Informationssicherheit die Möglichkeit, zur Gefährdungslage der Daten einiges zu sagen. Nämlich kann zum Beispiel sagen, wo liegen die sensiblen Informationen? Ja, sind diese sensiblen Informationen eventuell offen für jeden? Sprich, gibt es eine Überberechtigung, unabhängig davon, ob wir über die Cloud reden oder über Premise reden. Und ich kann diese Überberechtigung auch letztendlich wieder entziehen. Wie kann ich ein Risiko, die Risiken fürs Unternehmen reduzieren, dadurch, dass ich halt auch Zero Trust oder Need to Know Prinzip umsetze. Im Bereich Security, hier steht jetzt, weiß ich, was meine Remote-Mitarbeiter machen. Das hört sich jetzt so an wie Mitarbeiterüberwachung. Das ist damit nicht gemeint. Ein Großteil der erfolgreichen Angriffe auf Unternehmen beginnen heute mit der Kompromittierung von Nutzer-Accounts. Ja. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, was ist das normale Verhalten eines Accounts. Unabhängig davon, ob wir jetzt über privilegierte Accounts, Service-Accounts reden oder normale Accounts. Kontokompromittierungen kommen vor. Wir schauen auf die Konten, um zu verstehen, was ist das normale Verhalten. Kann nicht Angriffe und Bedrohungen von APTs schnell und effizient ausspüren? Und wie kann ich diese Vorfälle eigentlich schnell und nachvollziehbar untersuchen bzw. in eine Incident Response gehen? Und last but not least, die meisten Unternehmen haben heute ja auch diverse Audit- und Compliance-Anforderungen. Wie kann ich eigentlich meine Compliance sehr schnell nachweisen? Unglaublich viele Kunden, die gerade im Bereich T-SACS unterwegs sind, wo wir massiv unterstützen können. T-SACS hat Anforderungen an die AD-Sicherheit. T-SACS hat Anforderungen an Ransomware-Sicherheit. Für T-SACS ist es unglaublich wichtig zu wissen, wo liegen meine kritischen Daten und Informationen und wie kann ich das eigentlich alles schnell nachweisen. Und auch das Thema DSGVO ist natürlich nach wie vor in vielen Unternehmen ein wichtiges
ein wichtiges Thema. Wie kann ich eigentlich DSGVO-Anfragen schnell und effizient beantworten? Und ja, dadurch, dass wir die Daten ja durchcrawlen und genau wissen, wo liegen die kritischen Informationen und halt diese Informationen wirklich verstanden haben, können wir Sie dabei unterstützen, DSGVO-Anfragen in einer adäquaten Zeit zu beantworten, wenn wir uns gemeinsam darauf einigen können, dass 2 Sekunden adäquat sind. Ich denke, das können wir. Wie machen wir das Ganze alles? Etwas tiefer in die Technologie hineingegangen. Das sind letztendlich Events, Logs, die Sie in Ihren Unternehmen vermutlich tagtäglich Millionen, Milliardenfach sehen können. Sind die aussagefähig? Ja, das sind sie. Das Thema ist, niemand wird sie sich angucken, außer sie haben einen massiven Indicator of Compromise letztendlich. Ja, weil, nun ja, es gibt halt keine Logik dahinter, um Anomalien zu entdecken. Sie sehen hier sehr, sehr schön, wer hat zugegriffen, von welchem Endgerät, von welcher IP-Adresse, wann ist das passiert? Und zugegebenermaßen die Namensgebung der Datei mit Customer XLS gibt uns einen ganz guten Indikator in diesem Fall, dass es sich vermutlich um sensible Informationen und Daten handelt. Das muss nicht immer so freundlich sein. Wir von Varonis parsen letztendlich zusätzliche Informationen hinzu. Ja, also zum einen verstehen wir, was für ein Account-Type es sich beim David Johnson handelt, in diesem Fall jetzt ein Executive-Account. Wir sind der Meinung, bei Executive-Accounts, bei Admin-Accounts oder halt auch bei Service-Accounts gibt es nicht nur, naja, in der heutigen Zeit sollte man nicht nur über 2G oder 3G reden, sondern auch über 2P. Bei privilegierten Accounts sollte man besonders paranoid sein. Wir sind in der Lage, die Datei halt zu definieren, ob sensible Informationen hinterlegt sind. Und wir verstehen aus der AD zum Beispiel auch, welches Endgerät hat letztendlich auf diese Daten und Informationen zugegriffen, von welcher Geolocation wurde zugegriffen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an ein SIEM-System. Allerdings ist bei uns diese Technologie quasi out of the box dabei und muss nicht erst großartig angelernt werden. Sprich, wir müssen dieses Parsing nicht machen, wir müssen auch nicht die Alarme letztendlich generieren. Zusätzlich sind wir in der Lage, halt das Verhalten des Nutzers kennenzulernen. Ja, wir verstehen in diesem Fall das normale Verhalten eines Mitarbeiters und wir können, wenn von diesem normalen Verhalten des Accounts halt abgewichen wird, entsprechende Alarme generieren. Das sind wesentlich mehr Aspekte als die, die Sie jetzt hier sehen. Tatsächlich sind es mehr als 100. Wir verstehen zum Beispiel, ist es das normale Endgerät des Nutzers, ist es die normale Geolocation, ist es die normale Arbeitszeit, aber ist es auch das normale Verhalten, wie man letztendlich mit diesen Daten umgeht. Ein Beispiel, was tatsächlich im letzten Sommer bei uns aufgetreten ist, wir hatten die Situation, dass eine Vorstandssekretärin, die war in Mutterschutz gegangen, hat aber trotz alledem ein bisschen für ihren Vorstand gearbeitet. Und nun ja, Vorstandssekretärinnen stechen in der Regel dadurch, dass sie halt quasi Zugriff auf alle Informationen und Daten in einem Unternehmen hat. Nutzen tun sie selten. Meistens wird der Kalender genutzt des entsprechenden Vorstandes. Diese Dame, wie gesagt, hatte halt weiterhin von zu Hause ein bisschen gearbeitet für den Vorstand und wir hatten letztendlich festgestellt, dass ein Zugriff auf das Unternehmen stattgefunden hat, mit Daten gearbeitet wurde aus diesem Account heraus, diese Daten tatsächlich häufig kopiert wurden, sehr viele Daten geöffnet worden sind, schnell damit gearbeitet worden ist und wir haben letztendlich darauf reagiert. Was war passiert? Das Konto war kompromittiert worden, in diesem Fall durch eine SMS-Phishing-Attacke. Ich persönlich finde es ein bisschen verwirrend, wie wir heute mit dem Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen, weil da wird tatsächlich Zwei-Faktor-Authentifizierung geleakt. In der Vergangenheit, als ich angefangen hatte, war es noch so, es gab einen Benutzernamen und Passwort, den habe ich optimalerweise in meinem Kopf gehabt und nicht auf dem Post-it-Zettel neben dem Laptop. Und ich hatte einen
nicht besonders schönen Schlüsselanhänger. Da stand RSA drauf, hat jede Minute ein One-Time-Passwort generiert. Auch dort gab es eine PIN, die hatte ich in meinem Kopf, die habe ich ergänzt eben mit diesen minütlich ändernden sechsstelligen PIN war es, glaube ich, gewesen. Und in der heutigen Zeit haben wir alle diese Endgeräte. Da kriegen wir unsere E-Mails drauf. Das ist wunderbar. Dafür brauche ich natürlich Benutzernamen und Passwort fest hinterlegt. Und in den meisten Fällen ist dort auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung drauf. Das heißt, jemand, der potenziell Zugriff auf dieses Endgerät hat, was meistens gar nicht so stark gemanagt ist oder auch keine Endpoints oder keine Security installiert hat, hat letztendlich alles, was er braucht für eine erfolgreiche Kompromittierung eines Kontos. So. Wie gesagt, wir haben in diesem Fall das festgestellt, dass ein ungewöhnliches Verhalten halt mit diesem Konto geschehen ist. Und deswegen waren wir in der Lage, halt dort einen Alarm zu generieren und selbstverständlich dann halt auch Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zusätzlich schauen wir auch auf die Daten und Informationen. Das Ganze machen wir mit dem MITRE ATT&CK Framework. Dadurch sind wir zum Beispiel auch in der Lage, PowerShell-Angriffe zu erkennen. Und sehr wichtig an dieser Stelle, wir machen das Ganze letztendlich agent-free. Ja, weil auch das sollte man sich halt einfach im Kopf behalten. Ja, es wird weltweit mehr Geld verdient mit IT-Kriminalität als mit dem organisierten Drogenhandel. Und das heißt, wenn ich mir letztendlich vorstelle, dass das so ein großes Business ist, Ransomware ist da die Spitze des Eisberges, da muss ich mir einfach auch im Klaren sein, dass egal was ich tue, die andere Seite sicherlich versuchen wird, an diesen Schutzmechanismen vorbeizukommen. Ja. Wir nutzen die MITRE ATT&CK Framework agentless, um auf die Daten und Informationen zu schauen. Und wenn wir sehen, dass irgendetwas Ungewöhnliches mit diesen Daten und Informationen passiert, sind wir in der Lage, halt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel via API der Active Directory zu sagen, das Konto bitte sperren und den Rechner runterfahren. Oder aber der Firewall zu sagen, bitte verschiebt das Endgerät in eine Quarantänezone. Oder der Endpoint Protection, das zu sagen, der IDA, XDA-Lösung, dem NAC-System, was auch immer. Dort haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, letztendlich zu agieren. Und dass das wichtig ist, das sehen wir halt nach wie vor. Wir haben als Teil unserer Lizenz, unabhängig davon, immer ein Incident Response Team mit inkludiert. Ja. Wir hatten im letzten Jahr mehr als 1000 Incident-Response-Fälle, die wir bearbeitet haben. Und Sie sehen das hier so ein bisschen aufgeführt. Ja. Ein Großteil davon waren Brute-Force-Attacken. Wird man sich jetzt vielleicht sagen, ja, ist langweilig? Stimmt, solange es läuft. Wenn es nicht mehr läuft, dann sollte man sich fragen, naja, hat der Angreifer keine Lust mehr gehabt? Hat er aufgegeben oder war er erfolgreich? Insider-Threats. Nochmal, wir überwachen die Kontoaktivitäten. Ein Großteil dieser Insider-Threats, ich möchte sagen, mehr als 90% dieser Insider-Threats, haben wir festgestellt, dass es nicht der Insider gewesen ist, sondern eine Kontokompromittierung. Wir haben also den Mitarbeiter von dem Verdacht freigesprochen. Und ich finde es sehr spannend, dass hier steht 6% Ransomware. Das heißt, die Schutzmaßnahmen davor, die Sandbox an der Firewall, das IDA-XDA-System mit künstlicher Intelligenz haben versagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nahezu alle unsere Kunden, weil wir reden ja nur über unsere Kunden, wo wir diese Fälle gehabt haben, eine Sandbox im Einsatz haben am Gateway und eine KI am Endpunkt. Wie kann denn das passieren? Nun ja. Wie gesagt, die bösen Leute verdienen mit Ransomware eine Menge Geld. Und wenn irgendetwas das Business eben genau dieser Leute halt kompromittiert, dann werden die Wege suchen, um halt letztendlich daran vorbeizukommen. Und es ist natürlich ein leichtes für Angreifer, sich halt auch mal eine Lizenz Endpoint Security zu kaufen oder mal zu gucken, wie so eine Sandbox funktioniert. Und deswegen mein guter Tipp an Sie,
Teil der Sicherheit sollte es auch sein, nicht darüber zu sprechen, was Sie tun, um die Sicherheit umzusetzen. Sprechen Sie nicht darüber, welche Endpoint Security Sie im Einsatz haben. Weil wenn letztendlich diese Endpoint Security bekannt ist, viel wird so etwas bei Xing oder LinkedIn ja auch geschrieben, ja, wir haben Knowledge im Bereich was auch immer, dann können die Bösen auch mal versuchen, mit künstlicher Intelligenz eben an diesen Tools vorbeizukommen. Ja? Und auch das funktioniert sehr, sehr gut. Sandbox genau dasselbe. Sandbox ist ein System, welches letztendlich von den Herstellern Ihnen zur Verfügung gestellt hat. Das sieht bei Ihnen genauso aus wie beim Nachbarunternehmen. So, wenn ich einen gezielten Angriff auf die Firma Varonis fahren möchte, dann werde ich den Angriff damit beginnen, dass ich eine entsprechende AD-Anfrage stellen werde. So, wenn ich halt eben kein passendes Feedback der Varonis AD zurückbekomme, dann weiß ich, dass ich entweder in einer Sandbox bin oder in einem McDonald's Hotspot ohne Verbindung zum Netzwerk. Da möchte ich einfach nicht aktiv sein. Also verhalte ich mich ruhig und werde mal schauen, was dann weiter passiert. Wir von Varonis unterstützen Sie letztendlich bei Incidents. Sie kontaktieren uns, unser Team wird Sie dabei unterstützen, letztendlich einen Angriff oder einen Indicator of Compromise aufzuarbeiten und in die entsprechenden Incident Response überzugehen. Wir haben da extremst viel Erfahrung. Das ist ein kostenloses Tool, was immer in unseren Lizenzen mit enthalten ist. Ja, letztendlich Automatisierung, extremst wichtig. Michael Veit hat es gerade schon gesagt, kein oder wenige Unternehmen sind heute in der Lage, 24/7 Sicherheit darstellen zu können. Und letztendlich werden potenzielle Angreifer vermutlich den Angriff starten, wenn sie halt nicht im Büro sind. Deswegen Automatisierung ist extremst wichtig. Wenn wir letztendlich ungewöhnliches Verhalten erkennen, sind wir mit unserem automatisierten Ansatz in der Lage, sofort Gegenmaßnahmen einzuleiten und mit Third-Party-Tools wie der AD mit ihren anderen Sicherheitsmaßnahmen zusammenzuarbeiten, um letztendlich das Risiko in eine Quarantänezone zu verschieben. Zusätzlich sind wir natürlich in der Lage, extrem viele KPIs zur Informationssicherheit, zur Datensicherheit Ihnen zur Verfügung zu stellen, um Ihre Compliance nachzuweisen, aber auch, um letztendlich Ihnen die Möglichkeit zu geben, gegenüber Ihrem Vorstand, Ihrem Board, Ihren Vorgesetzten zu sagen, okay, so haben wir uns von der Security in der letzten Zeit verbessert. Dabei unterstützen wir Sie auch. Wir von Varonis möchten Teil Ihres Teams sein. Das heißt, wir werden Sie während der gesamten Lizenzlaufzeit dabei unterstützen, weitere Alarme zu generieren, die für Ihr Business wichtig sind. Wir liefern die gesamten MITRE ATT&CK Frameworks mit, aber jedes Unternehmen hat eigene wichtige Punkte, worauf geachtet werden muss. Diese Alarme entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam. Datenklassifizierung entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam. Wenn Sie sagen, Sie haben Daten und Informationen, auf die man ganz besonders drauf schauen muss, dann entwickeln wir mit Ihnen die entsprechende Klassifizierung, um diese Daten und Informationen in Ihrem Unternehmen oder in Ihren Datenspeichern zu finden. Wir machen sogenannte QBRs, Quartalsmeetings mit unseren Kunden. In der ISO 27001 steht als ein wichtiger Aspekt der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Ja, wir möchten mit Ihnen quartalsmäßig in die Diskussion gehen, wo haben Sie sich verbessert, wo gibt es eventuell Verbesserungspotenzial, was sind Ihre Herausforderungen, die auf Ihr Business zukommen und wie kann Varonis dabei unterstützen, letztendlich diese Ziele zu erreichen. Ja, das machen wir mit Ihnen quartalsmäßig mit entsprechenden Berichten. Zu jeder guten Präsentation gehört natürlich auch eine Handlungsempfehlung. Und wir möchten Ihnen anbieten, in eine Risikobewertung hineinzugehen. Das heißt, wir möchten ganz gerne die Varonis-Plattform bei Ihnen aufstellen,
um Ihnen zu zeigen, okay, wo liegen Ihre Gaps, wo sind Sie aber auch schon gut aufgestellt. Tatsächlich in der derzeitigen Zeit möchten sehr, sehr viele Unternehmen genau das mit uns tun. Wir leben in einer Zeit, naja, ich bin seit 17 Jahren in Informationssicherheit unterwegs, aber das, was ich in den letzten 2 Monaten erlebt habe, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ja. Wir haben diese Situation mit Russland. Das BSI hat zum Beispiel auch die Warnung rausgegeben, Kaspersky einzusetzen. Per se, Kaspersky, meiner Meinung nach ein gutes Tool, tut, was es soll. Aber aus geopolitischer Lage kann ich das Thema sehr, sehr gut nachvollziehen. Jeder redet über das Thema Patriot Act mit den Amerikanern. Und meine Befürchtung ist, dass es, naja, wenn ich jetzt sage Ähnliches, es ist, glaube ich, noch politisch gut ausgedrückt, Ähnliches auch in Russland gibt. Aber es ist natürlich auch schwer, zum Beispiel eine Kaspersky-Lösung jetzt einfach sofort zu deinstallieren und durch etwas anderes zu ersetzen. Einmal aus Kostengründen, zum anderen müssen wir ein Proof of Concept machen. Wenn wir über Produktionssysteme reden, ist es nochmal ein bisschen komplexer. Ja. Varonis kann da unterstützen und das ist ein gutes Beispiel, weil wir können den Nutzer Kaspersky das Auge vom Mörder drauf richten. Und wenn dort irgendetwas Ungewöhnliches passiert, entsprechend reagieren. Und auch das ist etwas, wo man halt sagen muss, da gibt Ihnen Varonis eine gewisse Relaxedheit, auf neue Risiken, neue Herausforderungen reagieren zu können. Weil dadurch, dass wir halt diesen global-galaktischen Blick haben auf die Nutzerkonten und auf die Daten, ist es so, dass wir davor sicherlich Bedrohungen haben, die auch sicherlich in Betracht gezogen werden müssen. Nochmal an dieser Stelle die ganz wichtige Information, bitte. Varonis ersetzt keine Endpoint Security, Varonis ersetzt keine Firewall oder Ähnliches. Es ist alles richtig und wichtig, dass Sie genau das tun. Aber Varonis sorgt dafür, dass Sie auf neue Bedrohungen, neue Herausforderungen relaxter reagieren können, weil Sie einen Schutzschirm haben. Wir können diese Risikobewertung mit Ihnen durchführen. Wir installieren Varonis bei Ihnen. Wir unterstützen Sie dabei, letztendlich eine Auditierung zu machen. Wie steht es um Ihre Informationssicherheit, ja, um Ihre Datensicherheit? Wo liegen die wichtigen Daten? Und wir können auch einiges bereinigen, eben in genau dieser Risikobewertung. Das ist ein Angebot, was wir Ihnen machen, komplett kostenlos, quasi ein besserer Penetrationstest, wo ein Penetrationstest Ihnen die Information gibt, was wäre theoretisch möglich, geben wir Ihnen mit dieser Risikobewertung auch die Information. Naja, was ist denn vielleicht schon passiert? Varonis im einen Bild. Denken Sie zurück an das erste Bild, wo wir gesehen haben, der Mensch, der sicherlich gut ausgebildet ist, Top-Equipment hat, aber letztendlich sah er doch ein bisschen angespannt aus. Die Dame hier auf dem Hochseil ist wesentlich entspannter, hat ein fröhliches Lächeln noch auf dem Gesicht. Und was ist der Unterschied zu dem ersten Bild? Die Varonis-Lösung, die letztendlich zwischen Hüfte und Seil hängt, das Sicherungsseil. Wenn hier etwas schiefgehen sollte, ist kein großer Schaden entstanden. Sie fällt 1 Meter herunter, zieht sich wieder hoch und kann letztendlich weitergehen. Varonis verhindert per se erst einmal nicht den Angriff. Varonis erkennt den Angriff innerhalb von Nanosekunden und sorgt dafür, dass der Schaden minimalst bleibt. Wir reden bei dem Beispiel Ransomware, sprich nicht mehr über 17 Millionen Datensätze, die verschlüsselt werden. Wir reden auch nicht über 10% dieser Datensätze, die verschlüsselt werden, also 1,7 Millionen Datensätze, wenn Sie die Berechtigung schon sauber gefahren haben. Wir reden über wenige 100 Datensätze, die verschlüsselt werden. Und wir geben Ihnen aber auch diese Information, was sind da eigentlich diese wenigen 100 Datensätze, weil wir ja letztendlich sämtliche Zugriffe revisionssicher archiviert haben. Ja, das heißt, Sie sind im Regelbetrieb innerhalb von Minuten, vielleicht Stunden, extrem schnell wieder unterwegs. Der Schaden ist minimalst. Ja, und jetzt richte ich das Auge vom Mörder auf die Fragen, die Sie haben. So, okay.
Erstmal vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr ausführlich. Ich würde jetzt mal sagen, wir versuchen mal hier so ein bisschen durchzusprinten, weil der André von Ameln, der wartet auch schon und wir wollen versuchen, ihm auch nicht nur versuchen, sondern wir wollen ihm auch genau die gleiche Bühne bieten. Ist das Ganze in der Cloud oder on-premise managebar? Ja, sehr, sehr wichtige Frage, ehrlich gesagt. Natürlich ist dieses Management on-premise. Weil wenn wir aufgepasst haben, naja, wir reden darüber, dass wir letztendlich A wissen, welche Benutzer gibt es im Unternehmen, welche Zugriffe haben diese Nutzer, was sind die wirklich relevanten Daten und wo liegen sie? Ja, wenn wir diese Informationen natürlich alle in einem Cloud-Management hätten, wäre das ja quasi ein perfekter Fahrplan für einen potenziellen Angreifer, wenn er dieses System kompromittiert. Diese Systeme liegen komplett on-premise beim Kunden. Da sollten sie auch sein, ja, letztendlich. Wir arbeiten gemeinsam daran. Das tun wir in der Regel halt über sichere Zugänge, die wir vom Kunden nutzen oder halt auch selber zur Verfügung geben. Aber die Daten und Informationen sollten natürlich on-premise sein. Gut. Teststellung, wie lange dauert das? In einem Satz, wie lange dauert Wenn die drei Server, die wir für die Teststellung benötigen, halt zur Verfügung gestellt sind, sind wir in zwei bis drei Stunden durch. Und tatsächlich, das ist auch so der Zeitraum, den wir benötigen für ein Live-System. Also es ist wirklich sehr, sehr schnell getan. Nicht vergleichbar zum Beispiel mit einem SIEM-System. Alright, lass ich mal durchgehen. Jetzt nur als ein Satz, aber lass ich durchgehen. Ja, aber drei. Wie schnell erlangt man durch Varonis Mehrwerte, muss das System lernen? Ist irgendwie ein KI-Aspekt dahinter? Ja, also tatsächlich Mehrwerte erlangt man quasi von der ersten Sekunde an. Ja, weil wir von der ersten Sekunde die Alarme erkennen. Das Verhalten der Mitarbeiter oder der Konten müssen wir natürlich mit KI lernen. Und das tun wir für jedes Konto separat. Da sind wirklich qualifizierte Antworten nach 3 bis 4 Wochen zu erwarten. Das System wird aber immer besser, natürlich, selbstverständlich. Okay. Sehr gut. Viele Informationen auch in diesem Vortrag. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich möchte, auch nett, ich möchte an der Stelle dir erstmal nochmal Danksagungen aussprechen, wie gesagt, für die genommene Zeit, für die Inhalte heute. Die Präsentation haben wir, glaube ich, auch schon vorliegen. Das heißt, wir können es auch im Nachgang nochmal reingeben. Auch an der Stelle schon nochmal der Hinweis, wir schicken auch im Nachgang natürlich die Aufzeichnung sofort rum, dass selbst wenn jetzt irgendwie so ein bisschen die Zeit auch knapp wird, irgendwie im Plenum, da geht die Aufzeichnung schnell rum, das geht nicht verloren und keine Information irgendwie bleibt auf der Strecke. Okay, dann Frank, alles Gute und vielleicht auch bei dir. Man sieht sich an anderer Stelle, man sieht sich ja immer zweimal so ungefähr. Und schönen, erfolgreichen Arbeitstag dir erstmal noch. Danke für deine Zeit. Danke dir. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. So, geschafft haben wir es nicht, aber auch nicht zu viel drauf rumreiten. Der Verzug ist trotzdem drin. André, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Dürfen wir dich auch sehen? Ja, natürlich. Für den Moment. So, jetzt. Sehr gut. Dann schießen wir schon mal die Moderationsrechte rüber. Soll das gleich super, bei dir genau aufpoppen. Ganz kleine Einstiegsfrage, nur sozusagen als Intro. Und dann wollen wir dir auch sofort die Bühne geben. Du hast ja eine Zeit an der HRW in Hamburg auch schon verbracht. Das ist ja jetzt auch so ein paar Jährchen her, wenn ich da richtig informiert bin. Hast du damals schon gewusst, okay, so lange wirst du in der IT-Sicherheit sein und bleiben und oder war das danach im Studium, hattest du noch was ganz anderes im Kopf? Ja, also im Großen und Ganzen hat sich das einfach so ergeben. Ich sag mal, es gibt ja, ich muss mal gucken, wie ich hier den Bildschirm organisiere, irgendwie ist das hier rumgesprungen. Wir sehen alles, was wir sehen sollen. Okay, super. Im Endeffekt ist es halt so, zum einen habe ich ja damals die Wirtschaftsinformatik studiert und da war schon klar, dass es im Bereich Computer geht. Dann im Endeffekt durch Symantec war ich relativ lange mit 9 Jahren und danach habe ich auch gesagt, sollte mehr in den Bereich Cybersecurity gehen und bin jetzt hier seit knapp auch schon 8 Jahre bei SecureWorks habe da noch ein MBA noch nebenbei gemacht, um noch
sag ich mal, ein paar Hintergrundkenntnisse noch weiter auszubauen, sodass man immer ein bisschen das Gehirn anstrengt, sage ich mal. Ja. Sehr gut, aber dann haben wir doch schon ein kleines Intro gekriegt, dass auch hier jetzt noch an vierter Stelle sozusagen oder im vierten Slot geballte Kompetenz auf jeden Fall auf alle wartet. Und ich würde mal sagen, Film ab. Passt jetzt zwar nicht so, aber du weißt, was gemeint ist. Ja, absolut. Ich habe mich auch ganz kurz, wie gesagt, weil Sie haben jetzt sehr, sehr viel gehört und da ist wirklich für mich auch, weil ich die ganzen Hintergründe erkenne, eben als Kunde eben auch die Frage, wo soll ich denn jetzt wirklich hingehen? Was sind die Unterschiede? Ja, und das ist unheimlich schwierig, was ich eben bei Kunden sehe. Und ganz klar, jetzt sage ich mal, die paar Folien, die ich hier zeige, sollen eigentlich eher so ein bisschen in die Richtung gehen, in SIEM oder vielleicht doch XDR-Lösungen, wie wir gehört haben. Und da muss man halt auch immer drauf schauen, ne? Sind die jetzt offen? Haben die eine offene Architektur zu jeglicher Technologie hinweg oder nur auf seinen, sagen wir, eigenen Hersteller herbezogen? Das ganze Thema Kosten natürlich auch bei solchen Lösungen. Was kostet wirklich die Lösung? Da gibt es also auch sehr große Unterschiede. Und ich sag mal so, von der Secureworks her sehen wir eben ganz klar eben genau die Themen, die wir vorher auch gehört haben. Da möchte ich nicht groß drum rumreiten. Das ganze Thema Visibilität, hier eben auch die Frage, wenn man Cyberattacken erkennen will, wie geht man das ganze Thema? Macht man das SIEM? Macht man das selber? Gibt man das irgendwie ab? Gibt man das in die Cloud? Und wie kriegt man am besten die Visibilität auch hin und vor allem auch die Komplexität? Und da sehen wir halt, da sehe ich sehr große Unterschiede mit Kunden, die auch schon mit Herstellern gesprochen haben, die halt wirklich, sage ich mal, auf ihre eigene Firewall schauen, auf ihre eigene Technologie, auf Endpunkte, auf Server. Wenn es aber dann wirklich in Cloud-Bereiche geht, AWS, Azure, wenn es darum geht, zum Beispiel Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, andere Technologien zu integrieren und das sinnvoll in die Logs auch auslesen zu können, da muss man eben sehr darauf achten, dass man eine sehr offene XDR-Architektur hat. Und das ist das eben, was unter anderem eine Secureworks bietet. Und wir machen das auch sehr lang schon, auch mit Kunden und Zahlen. Wie gesagt, das ist eine Sache, die wir definitiv bieten können. Man muss halt wirklich schauen als Kunde, wo fühlt man sich am besten aufgehoben? Ja, wo kann man Vertrauen haben? Was für Leute bieten die an? Vor allem die SOC-Mitarbeiter. Gibt es klare SLAs auch im Hintergrund? Weil viele Anbieter auch das Thema Incident Response ist nicht klar als Forensik definiert. Also man muss halt immer schauen. Und hier halt auch die Frage SIEM oder XDR, wo es jetzt kurz um den Vortrag geht. Die Herausforderung, denke ich mal, ist es klar. Viele Kunden geben mir das Feedback, oh ja, mit diesen einzelnen Puzzleteil zum Gesamtbild zusammensetzen, das ist immer so das, was die Kunden verstehen. Und das ist das eben, was sie auch verfolgen sollten. Ja? Also die einzelnen Hersteller, Antivirus, verschiedene Technologien, die senden gewisse Log-Informationen und da kann man auch ein bisschen was draus sehen. Aber wie die Kollegen auch vorher gesagt haben, die Korrelation, das Ganze zusammenzubringen zu einem Bild, das ist eben die große Thematik. Und viele Kunden haben eben nicht die Analysten rund um die Uhr, wie wir schon gehört haben, wir sagen auch 7 bis 10 Leute, um einen SOC abdecken zu können. Das ist halt eben nicht, das ist nicht möglich. Ja, und eine SIEM-Lösung, sage ich mal, da gibt es eigentlich, muss ich sagen, 3 Bereiche. Und da will ich jetzt so ein bisschen das verkürzen, um da nicht zu lange diesen Vortrag zu halten. Warum ist es so, dass Organisationen sich überhaupt noch mit SIEM beschäftigen? Das sind 3 Bereiche. Das ist einerseits das Thema Threat Detection Investigation. Ja, weil eine SIEM-Lösung kommt ja aus diesen ursprünglichen Bereichen her, dass man eigentlich gesagt hat, naja, Compliance Perspective, ISO 27001, andere Dinge mit hineinzunehmen und natürlich das Thema Forensic Readiness. Ja, und da gibt es eben genau die 3 Bereiche, wo man eben sagt, wo man ganz klar sehen muss, was sind die Requirements von Kunden, was kann ein SIEM und was kann zum Beispiel eine XDR-Lösung. Ja, und da muss man eben ganz klar sagen, dass eine SIEM-Lösung an sich, wenn um das Thema Threat Detection Investigation geht, doch schon seine Grenzen hat. Ja, weil eine SIEM-Lösung, das Schöne ist, man kann sehr, sehr viele Sources mit reinnehmen. Ja, also Ingestion, Normalization, Detection. Aber der primäre Fokus einer SIEM-Lösung sind ganz klar die Logs. Ja, und wenn man sagt, okay, die Requirements sind, was man sagt, das Endpunkt-Thema, Netzwerk, Cloud, man möchte eben auch nicht nur Supported, sondern Unsupported Sources mit reinzunehmen oder Custom Sources, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Aber wie zum Beispiel, was wir sehen gegenüber einer SIEM-Lösung, was jetzt von Secureworks, was sich Tejas XDR nennt, wir sagen ganz klar, wir fokussieren uns auf eine Kollektierung von Security, also wirklich von nativen Syslog Ingestions, was wirklich hergeht aus Telemetriedaten, also sprich eben Endpoint Detection Response, was wir vorher auch von Kollegen gehört haben. Wir haben unsere eigene EDR-Lösung, können aber auch mit anderen Lösungen, wie zum Beispiel in der Windows Defender, CrowdStrike oder Carbon Black zusammenarbeiten. Und das ist ganz klar der Fokus, eine tiefere Analyse.
um auch das Thema Threat Hunting zum Beispiel zu adressieren. Wir können auch einen dedizierten Threat Hunter mit. Also das sind viele Dinge, die jetzt, sage ich mal, hier reinkommen. Das ist das Thema Visibilität. Das zweite Thema ist das Thema Threat Detection Use Cases. Ja, und da haben wir ja vorher auch schon gehört, ja, wir können Use Cases bauen und so weiter. Die Sache ist, Thema ist bei einer SIEM-Lösung immer das Thema Use Cases zu bauen. Und das braucht sehr viel Zeit. Und wenn die Kunden sich mit einer SIEM-Lösung beschäftigen, werden sie feststellen, dass man mindestens ein halbes Jahr braucht, um diese Lösung zu adaptieren und zu installieren, zu halten, zu managen. Bei der SecureWorks zum Beispiel sprechen wir von 4 bis 6 Wochen. Das heißt, in 4 bis 6 Wochen können wir auch unseren Managed Service, unsere SOC-Analysten mit allem drum und dran und 40 Stunden Incident Response pro Quartal vollständige Forensik mit reinnehmen. So, und das heißt, bei einer XDR-Lösung haben Sie sehr häufig eine Kombination von Machine Learning drin, mit Behavior, mit Rules Engines, und Sie können eben auch, sage ich mal, solche Threat Intelligence mit integrieren. Ja, und wir haben 80 Forscher, die nichts anderes machen, als den Untergrund wirklich zu durchsuchen. Also das heißt, das Thema Threat Detection Use Cases sehe ich ganz klar als Punkt für das Thema XDR-Lösung als eine SIEM-Lösung jetzt zum Beispiel. Ja. Und das Thema SIEM ist nicht neu. Also ich meine, in der Vergangenheit hat man sehr viel auch von Kunden gehört oder von TechTarget, wie Sie hier sehen, dass viele sagen, SIEM-Lösungen, aber wir brauchen irgendwie eine andere Alternative. Wir wollen auf einen Managed Security Service Provider gehen. Ja, und das Thema Threat Investigation spielt da eben eine sehr wichtige Rolle. Ja, und bei einer SIEM-Lösung haben Sie Flexibilitäten, um wirklich die gesamten Log-Daten, wir sprechen von Rohlog-Daten, zu schauen. Aber Sie haben halt nur eine generelle Untersuchungsworkflow, auf den Sie zugreifen können. Bei einer XDR-Lösung, wie zum Beispiel bei einer SecureWorks, haben Sie flexible und gezielte Suche über 12 Monate. Das heißt, Sie können bei uns ein Jahr lang die Logs aufbewahren, kostenlos. Es gibt keine extra Kosten. Ja, das heißt eben auch diese ganzen Workflows, die auch konnektiert sind bei uns, Sie können wirklich in die Attack-Historie und wie Sie auch schon gehört haben, MITRE ATT&CK Framework, was wir auch größtmöglichst abbilden, eben auch genau in diese Workflows mit reingehen. Also auch das Thema Threat Investigation spricht ganz klar für uns. Wenn man schaut mit einer SIEM-Lösung, da gibt es eben auch viele Rollen, die Sie als Kunden eben implementieren müssen. Und deswegen auch für mittelständische oder größere Large Corporate Kunden ist dieses Thema SIEM eigentlich schon lange gar nicht mehr das Thema, weil Analysten zu finden, vor allem die Kosten, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Ja? Und wenn man eben jetzt mal ganz klar schaut, bei einer SIEM-Lösung ist eben das eine Thema sehr hohe Implementierungskosten, auch Automated Response, das müssen Sie bei einer SIEM-Lösung noch dazu holen, ja? Anderen Vendor mit reinnehmen, zusätzliche Lizenzen. Bei TGS XDR ist zum Beispiel dieser ganze Automation Response Workflow mit drin. Ja, also das, was wir vorher gesagt haben, auch die Integration zum Beispiel mit externen Tools ist da ganz klar mit drin. Das heißt also für das Thema Threat Detection und Response ist ganz klar das Thema, eine XDR-Lösung macht mehr Sinn. Der zweite Bereich hatten wir kurz angesprochen, das Thema Kosten der Lizenzierung ganz kurz. Also bei uns ist es so, wir lizenzieren nach Anzahl der Endpunkte. Also, und da spielen auch keine Firewalls eine Rolle oder Cloud, sondern eigentlich wie viele Antivirus-Lizenzen haben Sie auf Server und Laptops installiert. Und das ist die Zahl, die wir anbieten. Und da ist eben ein komplettes Paket mit drin. So, da braucht man sich um nichts mehr zu kümmern. Wie die Kollegen vorher auch gesagt haben, ähnelt sich das sehr. Sodass hier bei einer SIEM-Lösung eben ganz klar auch, Sie müssen meistens per Volumen oder per EPS lizenzieren. Am Anfang ist das immer weniger, je mehr Logs Sie integrieren oder wenn Sie zum Beispiel auch einen Vorfall haben, schießen die Logs extrem nach oben. Das heißt, das ganz klare Thema ist eben auch hier, es sind sehr hohe Kosten. Und ganz klar, es ist immer, das ist vom Kollegen auch mal, das habe ich mir so aufgeschnappt, Report zum ersten Kaffee. Ja, so eine SIEM-Lösung ist wirklich ganz klar, Mitarbeiter, Datensicherheit, Zugriffsfläche, Rohlogdaten, Compliance, aber wenn es um das Thema Angriffserkennung geht, wie wir gerade schon gesehen haben, ist es eben ganz klar ein Thema für XDR. Und das gleiche auch bei Forensic Readiness, also Telemetrie oder Log Retention, ja, die viele SIEM haben wirklich auch die Möglichkeiten, um solche Logs zur Ingestion und diese Alarmierungen, sage ich mal, zu nehmen, nicht die Telemetriedaten, sondern eigentlich die Events, um eben auch eine EDR-Lösung zum Beispiel mit reinzunehmen. Aber bei der XDR-Lösung, das ist wie eine Kopie von Rohlog-Daten. Und diese ganzen Log-Daten, wie auch schon gesagt, 12 Monate Aufbewahrung, gehen eben mit hinein und können auch geleveraged werden, ja, mit verschiedenen Netzwerk-Telemetriedaten, mit Cloud-Daten, ja.
Und das Thema Advanced Search und Export-Funktionalitäten ist eben ganz klar. Viele SIEM-Provider bieten solche sogenannten Advanced Search Queries mit an, aber man hat doch auch wieder eine Abhängigkeit von der Plattform selber. Und EDR ist meistens optional für die SIEM-Komponenten. Also, und bei zum Beispiel Tejas XDR ist es so, dass man damit ganz klar eben auch Advanced Search Queries starten kann. Aber XDR ist eben vom Design her grundsätzlich mit einer EDR-Telemetrie mit drin. Das heißt, auch diese ganzen Thema, auch wie Threat Hunting, ist da ganz klar mit drin. Ja, und man sieht eben die SIEM-Entwicklung, da möchte ich auch gar nicht jetzt groß drauf eingehen. Es gibt verschiedene Komponenten in der Vergangenheit. Dann hat man gesagt, man nimmt Threat Intelligence mit drauf. Dann das Thema Automatisierung, was wir zum Beispiel auch machen können. Wir können proaktiv Endpunkte isolieren. Ja, das Thema Vulnerability Scanning, was wir auch mit reinnehmen, auch mit Priorisierung, auch mit zusätzlichen Faktoren noch auf diese Lösung, dass wir diese intelligenter machen können. Und das waren aber einzelne Silos. Und dann hat man eben gesagt, gut, man nimmt das Thema Managed Detection and Response. Das ganze Thema wird vom Managed Service Provider, von Monitoring, Investigation, Incident Response her, sage ich mal, zusammengefrachtet, gepackt. Und das Ganze geht dann eben an den Kunden. Und diese True Positive Alerts sozusagen werden vom Incident Response Team abgehalten. Ja, das heißt, man hat eben sehr, sehr viele Dinge mit reingenommen. Das Ganze basierte auf einer Technologieplattform. Ja, und dann eben genau kann man jetzt auf das Thema XDR, wo man gesagt hat, man nimmt alle möglichen Log-Sourcen als Puzzleteile mit rein, normalisiert das Ganze, ingestiert das Ganze und kann eben das entsprechend mit anbieten. Ja, und von daher ist es so, ich gehe da jetzt mal kurz drüber hinweg, über die Secureworks-Zahlen. Wie gesagt, wenn es interessiert, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Wir sind weltweit bekannt, auch 11-mal im Gartner und so weiter. Also das ist alles vorhanden. Und auch ein Partnerprogramm ist natürlich sehr wichtig, was sehr interessant ist für die Partner hier auch zu bieten. Und das ist eben genau diese Plattform. Und ich sage mal, der einzige Punkt, wo man wirklich sagen könnte, ja, eine SIEM-Lösung macht vielleicht in dem Sinne etwas mehr Sinn, beziehungsweise bringt mehr Informationen, wäre das Thema Compliance. Ja, also wenn jemand sagt, wir wollen wirklich auf das Thema PCI, ISO oder andere, da gibt es ganz klare Built-in-Reporting-Templates, ja, da gibt es ganz klare Dinge, auch Regulationsthematiken bei einer XDR-Lösung. Gibt es auch die Möglichkeit, Query Languages zu machen? Es gibt auch APIs, die auch zu anderen Reporting- oder BI-Tools existieren. Aber eine SIEM-Lösung ist wirklich noch mehr auf das Thema Compliance. Es gibt fortgeschrittene Funktionalitäten, sogenannte Predefined Templates, Funktionen oder Visualisierungen dazu, um wirklich solche Use Cases basierend auf Kriterien zu definieren. Und bei einer XDR-Lösung, bei Tejas sind das ganz klare Basic Capabilities, zum Beispiel Keywords oder RegEx, wie man das sagt. Das heißt, man kann hier auch Custom Rules bauen. Aber ich sage mal, man müsste eher, sage ich mal, das Thema noch ein bisschen mehr zusammenbauen als bei einer SIEM-Lösung. Ja, also Log Retention, Compliance Use Cases, das ist ganz klar eher auf einer SIEM-Lösung. Und was Tejas XDR eben macht, ist einerseits für Partner oder für Endkunden, die ihr eigenes Team haben, diese Plattform zur Verfügung zu stellen, auch mit einer SLA von einer Minute, mit einer Chats-Funktion. Und viele Dinge sind in der XDR-Lösung mit drin, die sich hier und da auch mit anderen ähneln. Aber ich sag mal, man muss dann wirklich ein Proof of Value machen, mal Attacken fahren, um zu sehen, wie sehen die Workflows aus, wie spielt das mit Incident Response zusammen, was sind die klaren SLAs auch mit Strafen, sodass sie nicht nur ein SLO haben, ein Target von 60 Minuten, was aber auch mal einen Tag dauern kann. Bei der Secureworks ist das kleiner gleich 60 Minuten und wenn das nicht eingehalten wird, werden Strafen zu zahlen sein. Das heißt, sie haben ganz klar auch hier die Experten mit drin und natürlich auch das Thema Managed XDR, was wir hier anbieten, eben auch hier mit einer ganz klaren SLA. Also die Kollegen haben ja SLO hingeschrieben, also das ist eine ganz klare SLA im Hintergrund. Und das Wichtige ist eben, sie haben nicht nur einen Service als Analysten, sondern sie haben auch einen eigenen Customer Success Manager und ein Threat Engagement Manager. Also viele Dinge hinzu, die wir als Trusted Advisor auch mit anbieten, um auch die Maturity sozusagen zu erweitern. Und Fakt ist ganz klar, wenn es in den Bereichen XDR geht, haben wir ganz klar gesehen und auch von den Argumenten, denke ich mal, soweit verstanden, das Thema Threat Detection Investigation liegt ganz klar bei einer XDR-Lösung. Das Thema Forensic Readiness ist ganz klar bei einer XDR-Lösung. Und wenn das Thema ums Compliance geht, kann man das abbilden parallel. Aber wenn man doch sehr tief reinschaut in Log Retention zum Beispiel, dann hat man nochmal eine extensive Variety of Logs sozusagen mit drin, die man mit reinnehmen kann. Aber eben das Thema XDR, wie wir auch vorher schon gehört haben, nimmt eben die Arbeit ab. Wir schauen entsprechend mit rein.
Und von daher ist es einfach so, als Kunde sollten Sie darauf achten, wenn Sie mit einem XDR-Anbieter zusammenarbeiten wollen, wo wollen Sie in Zukunft hin? Wie sieht das aus? Der Anbieter, den Sie auswählen, kann er jetzt nur eine gewisse Technologie oder nur ein Firewall-Anbieter oder Logs, oder ist es wirklich eine offene Architektur, die unterschiedlichste Provider, Anbieter, Logs mit reinnehmen kann? Und da ist eben eine SecureBox sehr, sehr stark, warum sich Kunden für uns entscheiden, oftmals gegenüber anderen Konkurrenten. Wir hatten jetzt einen Automobilzulieferanten, die haben 9 andere Anbieter rausgesucht und haben sich für SecureBox entschieden, weil sie einfach gesehen haben, wie wir das rangehen, die offene Architektur, der Support und der Service im Hintergrund. Das ist einfach eine Thematik, die wir erfüllen können. Und von daher zusammengefasst nochmal ganz kurz, XDR ist eine Alternative für das Thema SIEM. Wenn es um Compliance geht, muss man einfach nochmal schauen, inwieweit wirklich dieses Compliance-Thema notwendig ist. Aber ganz klar, viele Kunden wollen in den Bereichen Angriffserkennung reingehen. Und hier ist ganz klar eine XDR-Lösung zu bevorzugen. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, sodass wir nicht großartig noch über der Zeit sind. Und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. André, du Maschine, bist jetzt durchgesprintet hier. Ich bin durchgesprintet, ja, genau. Sehr cool, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast auch einen starken Use Case gemacht. Trotz dessen, dass du dich, sagen wir mal, kürzer gefasst hast, als du vielleicht hättest können. Vielen, vielen Dank dafür. Du machst es auch öfter, oder? Ja, relativ häufig, aber jede Präsentation ist dann doch nicht, sage ich mal, so extrem vorbereitet, sondern ich gucke halt immer auf die Zeit, dass das irgendwie zusammenpasst, ja. Gehen wir mal ein bisschen durch die Fragen, können wir noch ein bisschen vertiefen, wenn du magst. Bisschen rhetorisch irgendwie die erste Frage. Jetzt nach dem, was wir auch von dir gehört haben, kann ich meinen SEM durch eine XDR-Lösung ersetzen? Offensichtlich. Ja, natürlich. Also man kann es auf jeden Fall ersetzen. Man muss halt eben schauen, wie bringt man diese Sachen dann wirklich zusammen. Ja, also ich sag mal klar, wir haben auch hier Möglichkeiten, uns zum Beispiel im Splunk Forwarder zu arbeiten und zu schauen. Ja, aber ganz klar ist es, es macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man sagt, man hat jetzt nicht Millionen zur Verfügung oder hat jetzt irgendwie 10, 20 Mitarbeiter im SOC, ein großes DAX-Unternehmen, sicher hat die Möglichkeit auch dazu. Viele arbeiten natürlich auf Plattformen, da sind sie jetzt schon, ne, so richtig mit Perdue und freuen sich auch und sagen, oh, was Neues, ich weiß nicht genau. Also mal, bei uns ist es keine Blackbox. Ja, diese Konsole, die Sie gesehen haben, sind für unsere Analysten, aber auch für den Kunden. Das heißt, man kann auf dieser Plattform lernen, man kann Suchen starten, man kann Investigation starten. Das heißt ganz klar, ja, man kann es ersetzen und entsprechend hier nochmal fokussierter auf die Angriffserkennung sich fokussieren. Zweiter Punkt, sehr gut. Zweiter Punkt, nach der Lizenzierung, geht es nach Datenvolumen, geht es nach was anderem? Ja, also genau, das ist ja das, was ich kurz erklärt habe. Also wir lizenzieren nicht nach Datenvolumen, sondern hier geht es wirklich nur nach Anzahl der Endpunkte. Und wir haben ganz klar ein Preismodell, was von Anfang an verständlich ist, was vollkommen transparent ist. Und hier gibt es keine, sage ich mal, irgendwelche versteckten Kosten. Auch ganz klar, wie gesagt, die Kunden, Partner, wenn Sie mit jemandem schauen, Sie bitte auf das Thema Forensik, ist ein richtiges Incident Response mit inklusive. Wie wird das Thema Threat Hunting mit abgebildet? Wie offen ist diese Architektur? Und wie sieht eben auch der ganze Support aus, wenn es eben zu einem Vorfall kommt? Und wie ist eben die Übergabe auch auf, sag ich mal, in das Thema Incident Response? Ja? Okay. Okay, aber darunter kann sich dann ja auch jeder, der sich da mit solchen Lösungen auseinandersetzt, gut was vorstellen. Insofern danke auch für die Transparenz an der Stelle. Letzter Punkt, kann ich mir auch schon irgendwo eine Antwort denken? Reicht die Lösung allein schon aus, um Bedrohungen zu erkennen und zu stoppen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil da muss man jetzt aufpassen, was man sagt. Also, die Frage ist erstmal, von welcher Lösung man hier spricht. Also eine, sag mal, wenn ich von der SecureBox spreche, eine XDR-Lösung, mit dem Service dazu, wir können natürlich Bedrohungen erkennen. So, zu stoppen, da muss man immer schauen, da braucht man erstmal am Endpunkt den Next Generation Antivirus, um, sage ich jetzt mal, direkten Protection zu haben. Und im Netzwerk sollte man eben auch ein Intrusion Detection oder Prevention System haben, was wir auch selber noch mit anbieten, um sozusagen inline zu gehen, also das heißt am Netzwerk zu stoppen. Ja. Eine Lösung an sich vom XDR ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um die größtmöglichste Visibilität zu bekommen. Aber es hängt halt viel davon ab, wie ist das Unternehmen aufgestellt, auch wegen Threat Intelligence, was sind das für Forscher im Hintergrund, weil diese ganzen Dinge, die müsste man eben als Kunde beachten, um da ein Gefühl zu bekommen und vor allem auch klare Entscheidungskriterien zu definieren,
Weil wie Sie gehört haben, wir haben so viele Anbieter hier und alles ist interessant, aber was brauche ich denn jetzt am Ende des Tages? Und erstmal, wo kriege ich den besten Return on Investment hin? Ja? Und das ist genau die Sache, die man als Kunde sich vereinfachen kann, wenn man klare Fragen und klare Kriterien definiert und damit eben auch vermeidet, dass man so auch bei Ausschreibungen zu viele Anbieter mit drin hat und nachher nicht mehr genau unterscheiden kann. Ja. Aber insofern, jetzt hast du mir selber sozusagen schon meinen Anschlusspunkt so ein bisschen, aber positiverweise vorweggegriffen. Also ich bin da ganz bei dir. Es ist immer eine Frage, okay, was braucht man? Was sind die Bedürfnisse? Was kann der einzelne Anbieter irgendwie jeweils an Vorteil vielleicht bieten für den eigenen Use Case irgendwie? Aber auch danke für die Transparenz an der Stelle. Ich finde das immer ganz sehr, sehr, sagen wir mal, lebensnah, wenn man nicht immer direkt sagt, ja, wir können alles und wir sind sozusagen der Highland, aber wir können an vielen Punkten halt sehr, sehr sinnvoll helfen und Lösungen bieten sozusagen. Genau. Okay, dann würde ich mal sagen, danke auch an dich für deine Zeit. Hier sehen wir jetzt nochmal ein paar Kontaktdaten von dir. Ich hoffe, da ist kein Fehler drin. Freue mich, dass wir hier heute eine so illustre Runde hatten. Geballte Kompetenz aus dem Bereich IT-Security. Hier nochmal ein kurzes Chart mit sämtlichen Kontaktdaten unserer Speaker heute. Und zum Abschluss, wie gewohnt, auch nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unser nächster Termin ist im Oktober. Da wird es dann um das Thema DevOps gehen. Auch hier werden wir natürlich entsprechend wieder spannende Speaker und Themen und Unternehmen dabei haben. Wir freuen uns jetzt schon auf jeden Fall. Danken allen hier heute für die Zeit und Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, haben Sie ein Auge offen für die Aufzeichnung, die jetzt in Kürze auch direkt rausgehen wird. Und vielen Dank für die Teilnahme heute und bis bald. Bleiben Sie gesund.